Hey yo zusammen, willkommen zurück zu Let's Play Total War Warhammer 2. Ja, wir haben endlich eine coole Schlacht zu schlagen. Ich weiß nicht, was genau passiert ist, aber wir haben einen Hinterhalt vor uns, den wir mal spielen müssen. Wir hauen ein paar Zwerge kaputt. Ich glaube, ich kann mich daran sogar noch grob erinnern. Er hat ein paar so Grudge Rakers, also wenn man das ist. Schießwütige Einheiten, die haben sehr viel Reichweiten, die Ranger, die sind auch getarnt, Grenzläufer, Gyrokopter und ein paar Speerschleudern und Rocket Launcher oder sowas in der Art, glaube ich. Sieht zumindest so aus. Aber wir haben das Glück, dass wir einen Hinterhalt gelegt haben. Das heißt, theoretisch sollte diese Schlacht überhaupt gar kein Problem darstellen. Müssen wir gleich mal schauen, ob und wie das stimmt. Aber ja, generell easy machbar. Interessanterweise haben die Zwerge zwei verschiedene legendäre Einheiten. Schaut's hier, das Symbol ist anders und das auch. Die haben kein Schild, die schon. Jetzt gucken wir mal. Gut, wir werden da drüben auftauchen. Das heißt, ich habe jetzt die Möglichkeit, mich hier aufzustellen. Na? So. Okay. Jetzt ist die Frage, wie machen wir das? Ich würde mal sagen, die Katapulte können hierhin, das passt. Der Quatsch muss auf jeden Fall auf den Hügel, sonst trifft er nichts. Und die müssen da so hin. Da müssten sie eigentlich ganz gut stehen. So, falls was durchkommt, hier. Und die stellen wir hier so. So, jetzt müssen wir gucken, können die schießen? Nicht ganz. Mit dem zusammen könnte es aber klappen. Genau. Okay. Die laufen weg. Okay. Gut, ansonsten gäbe es noch. Okay, das ist schon die beste Möglichkeit hier. Das passt schon. Warp Lightning! Ja, greift es da mal an. Einfach mal feuern. Die bleiben da bitte stehen. Genau. So, Orgelkanonen, so heißen die Dinger. So, der feuert zurück. Das finde ich gar nicht nett. Deswegen schauen wir mal, ob man hier das Zeug wegmachen können. Ja, genau. Weg, weg. Mit etwas Glück kriege ich das noch weg. So. Mit etwas Pech halt nicht. Das muss man dann sehen. Gut, dann haben wir hier eine Menge Leute. Und nochmal ein paar andere Einheiten. So. Na? Schießt ihr noch drauf? Ja. Okay. Krieger sammeln sich ja und kannst ja nochmal auf die Kanonen drauf gehen. Weil die Kanonen müssen weg, das ist wichtig. So. Weg mit den Kanonen. So. Damit sind die Kanonenschommel weg. Das ist das Schlimmste, habe ich geschafft. Das ist gut. Dann würde ich jetzt mit allem mal ein bisschen vorrücken.
Ich weiß auch schon, wo ich mich aufstelle. Die gehen dahin. Die gehen hier so hin. Die folgen da. Das Team. Ich stelle die jetzt mal hier so auf. So, wir laufen jetzt erstmal darüber. Gucken mal, was das so macht. Das sind hergerufene Clanratten. Naja. Machen jetzt nicht so viel. Mal schauen. So. Sales fangen an zu schießen, auch interessant. Ich meine, das können sie natürlich, ist jetzt nicht gigantisch gut, da so ein bisschen auf die Zweihandwaffenkrieger, ist aber erstmal egal. Hauptsache Schaden, ne? Das passt dann schon. Obwohl es eine ziemliche Verschwendung ist, das muss jetzt nicht sein. So. Jetzt warten wir noch, bis die Katapulte stehen. Okay. Können wir dort so hin? Müsste passen. Schön Stück für Stück machen. Ne? So. Und dann go. Ja, die dürfen dann mal feuern. Genau. So. Die können versuchen, das da zu töten. Da wollte ich eigentlich töten, hier diese Supertruppen. Vielleicht können die noch die Gyrocopter töten. Das wäre natürlich sehr gut. So, schauen wir mal. Ah ja, aha. Genau, geht schön drauf. Warp-Bombe habe ich ja leider keine. Ist jetzt aber nicht so wichtig. So, alles schießt, alles macht. Sieht eigentlich ganz gut aus. Flammenwerfer hat er, hier diese Eisendrachen. Whatever. So, ich würde gerne die Gyrocopter töten. Ah, jetzt! Jetzt geht was. Nice. Barodin könnte er noch töten. Vielleicht, wer weiß. So, alles feuert, alles kriegt eine Reichweite. Ich glaube, der Barodin hält schon einiges aus, ne? Steinherz, ja. Der hält sehr viel aus, schaut mal, wie wenig Damage der nimmt. Das ist ja pervers. Der ist ultra tanky. Holy crap. Ja, am Ende müsste er trotzdem sterben, ne? Er sollte sterben. Boah, wie viel es braucht, den zu snipen. Abartig. So. Die noch weg, diese Riesenslayer, die unerschütterlich sind. Und dann haben wir's. Diese Orgelkanonen haben echt guten Schaden gemacht. Auf meine Warp-Blitzkanonen. Fand ich nicht so nice. Muss ich ehrlich sagen, fand ich nicht so nice. Nein, aber gut, so ist es halt, ne? Da machst du nix. So, aber
Das mit dem Hinterhalt legen hat gut geklappt. Der wollte drauf, um das Plündern, glaube ich, zu verhindern und hat dann einfach nur aufs Maul bekommen. Was sehr gut ist. Was wirklich, wirklich gut ist. So. Ja, wir nehmen die Schätze. Geld ist gut. Schwert der Macht ist ziemlich schlecht. So, jetzt kommt dann nochmal. Normale Schlacht. Okay. Dieses Mal mit Flammenkanonen. Die haben sehr viel Schaden, aber wenig Reichweite. Gyrokopter. Armbrustschützen. Eisendrachen. Davon hat er viele, da muss ich aufpassen. Und zwei legendäre Helden, keine Magie. Auch kein Runenzauberer dabei. Okay. Gut. Na, sollte ich ja selber. Ich sollte es ja selber schaffen, ne? Ich sollte es ja schaffen. Deswegen ist ja jetzt hier die Armee da, damit ich das zu zweit machen kann. Ich hoffe, dass meine zweite Truppe auch irgendwo rankommt, wo sie was kann. Wichtig ist, es sind Zwerge, die sind langsam. Ich kann versuchen, mit irgendeiner Einheit, die halbwegs schnell ist, vorne rumzuwuseln, um Schaden zu drücken. So. Das heißt, die kommen hierher. Okay. Gut. So, die müssten über deren Köpfe hinwegschießen können. So. Gut, die Katapulte, die müssen dann halt weiter nach hinten. So, wer von denen ist der Schnellste? Der Häuptling. Okay. Ja, das muss ich halt irgendwie anders dran stellen. Ist okay. So. Okay, pass auf. Die Katapulte müssen anders gestellt werden. Hat er wirklich? Okay. Dann schauen wir mal, ob wir ihn von hinten so ein bisschen nerven können. So. Ihr solltet den da angreifen. Das ist ein Gyrokopter, genau, machst den mal weg. So, Rattling Guns, die feuern da auch drauf, das ist gut. So, schön langsam alles, ne? Schön langsam. Den Mörser vielleicht noch hier hinstellen. Da hat der Mörser. Genau, da muss ich hin. So, das ist schon mal tot. Sehr gut. Okay. Schön den Gegner abnerven. Können die Katapulte schießen? Laufen die noch? Was haben die denn für Reichweite? Was macht's er denn? Geht's da mal in Position? Please, Leute. Das ist schon wichtig jetzt. So, das kommt weg. Bisschen Defense. Und hier ein bisschen Schuss. So. Ihr tötet den da. Genau wie ihr. So. Okay. Die Katapulte können anfangen zu feuern. Was macht's ihr da? Das ist schlecht, was ihr da macht. Oh Mann, jetzt geht wieder alles schief hier. Scheibenmesser, Mann. Ich möchte die anfangen zu schießen. Please. So, dann würde ich jetzt mal die da nach vorne. So. Okay.
Es müsste schon gut ausgehen, aber ich will halt sicher sein, dass die nicht hier rankommen. So. Rein. Ja, ja, die hauen ab, das ist ja egal. Okay. So, wenn die sterben, wie gesagt, das ist egal. Die zweite Armee, die darf Schaden nehmen, das spielt kaum eine Rolle. So. Die haben alle keinen Bock mehr. Schießen, nicht laufen. Brav. So, die da. Ihr müsst da draufhauen, wisst ihr? Das ist auch sehr nervig, wenn das passiert. Aha. Solche Mönche, auch interessant. Der müsste mal los. Okay. Sturmratten kriegen aufs Maul. So cool. Naja. Irgendwie brechen die hier durch. Merkt ihr das? Seht ihr das? Irgendwie brechen die hier durch. Gefällt mir gar nicht. Wollt ihr vielleicht einfach mal was angreifen? Weil ihr hampelt hier so rum, das ist echt bescheiden. Da haben wir Höllensturmzeugs. Dass die Katapulte dastehen, ist auch höchst strange. Muss ich ganz ehrlich sagen. Warum stehen die da? Sehr eigenartig. So, schöner Missklick. Aber gut, so ist es halt. Sehr interessant. Die leben noch. Aha. Also irgendwie habe ich es geschafft, aber war wahrscheinlich sehr teuer. Weil auf einmal ist er mir wieder ins Gesicht gesprungen. Die Langwerte wirklich unbezwingbar? Nee,
sind ziemlich kaputt. Naja, schauen wir mal, was wir alles neu machen müssen. Ist halt alles teuer. Der Eisenfaust-Typ, der Name. Der muss noch weg. Sollte ja kein Problem sein. Ja, wie geht's da? Na kommt. So, okay. Irgendwie gewonnen. Cool war's nicht. Ja, da habe ich sehr viel verloren. Also alleine hätte Diamir das wahrscheinlich nicht geschafft. Nicht so. Nicht so. Boah, hat er viel Schaden gemacht. Die Giselles waren ziemlich schlecht. Ja. Schwierig, schwierig. War aber auch ein sehr flaches Gelände. Sehr flache Gelände sind da meist nicht so gut. Ja, muss man auch sagen. Naja. Okay. Ich könnte wieder das Geld nehmen. Mache ich jetzt auch. So. Wir haben jetzt ein Problem. Und zwar ist bei der einen Truppe was gestorben. Ah ja. Das ist schon mal schön. Schaut's mal. Da ist viel Resistenzen und Nahkampfangriff. Das ist ein guter Buff. Das ist ein sehr guter Buff. Chaoskrieger gibt's nicht mehr. Ja, RIP. Okay. Krone der Herrschaft. Ja. So. Macht's mal weiter. Hinterhalt verhindert. Unterstadt entdeckt. Wir werden angegriffen. Von wem? Skarsnik. Blitzschlag. Aha. Das Pack greift er an. Mit 4 Einheiten. Das soll der schaffen. Okay, also ich glaube nicht, dass er mit 4 Einheiten eine ganze Rattenflut töten kann. Das halte ich für äußerst unwahrscheinlich. Aber gut, schauen wir mal. Das ist ja mega wild. Was denkt sich das Spiel dabei? Wenn der das jetzt wirklich schafft, kotze ich komplett ab. Okay, also wichtig sind die Warblock Giselles. Die müssen das überstehen. Die Mortars, die können halt ein bisschen böllern. Die Giftwindkrieger sind noch wichtig. So. Ja, und dann. So. Gut. Ja. Okay. Der macht da oben irgendwie sowas. Das ist voll egal. So. Ich finde es auch lustig, dass ich immer diese Clamors-Truppen hier bekomme. Das ist schon strange. Naja, lauft's mal rum. So. Genau, die Giselles kann anfangen zu böllern. Auf Quetsch irgendwas, Sneak-Typ. Ja, der nimmt doch dicken Damage mit. So. Gut. Es wäre sehr schön, wenn ihr da angreifen würdet. Und wenn die Mörser nicht mehr feuern. So. So. Es wäre cool, wenn ich hier angreifen könnte. So. Geht da lang. Da ist Gasnik, den können wir aber ziemlich ignorieren. Euer Kommandant wird angegriffen, das ist ja egal. So, der hat schon keinen Bock mehr.
Clan-Pit. Das sieht nicht gut aus, aber das sieht gut aus. Das passt. Clan-Chieftain. Ah, clever there. Scarpa, go. So, der eine ist so gut wie tot. Der da auch. Sieht nur noch der da drüben. So, Skarsnik wird beschäftigt. Also da weiß ich nicht, was er sich dachte. Wirklich nicht. Der haut ab. Der haut ab. Der hat keinen Bock mehr. Das war's. Wie wär's, wenn wir Skarsnik nicht entkommen lassen? Sondern ihn töten. Wie wäre das? Also, gut auch. So, drüben. Das schafft er, oder? Ja, ja. Noch ein bisschen buffen. Planstein draufknallen. So. Die sind geflohen. Passt. Also der eine da. Ja, easy. Die beiden töten auch noch. So. Weiß nicht, was da war. Irgendwie, der tötet alles. Keine Ahnung. Ganz, ganz seltsam. Ganz seltsamer Bums. Aber klar, kann man natürlich machen. Ne? Ist logisch. Man kann es versuchen. Sinnvoll ist das alles nicht. Aber ja, wie auch immer. Also, easy. Das gibt so viel Geld. Wow, nice. Nehme ich, gerne, danke. Die aufständischen Gits der Halbmonde. Ich muss jetzt nur wirklich gucken, also... Unterstadt wurde entdeckt, das tut weh. Das ist natürlich sehr schade. Das heißt, diese Unterstadt ist komplett weg. Leider. Ich meine, das kann man lassen. Das kann man erstmal lassen, aber. So, hier kann man natürlich bauen. So. Und das da wieder. Das passt. Da geht nichts. Das ist in Ordnung. Da könnte man noch ein bisschen Geld machen. Camry, lohnt sich das hier? Ja, lassen wir es mal. Ist nicht schlecht. Na, haben oder nicht haben. So. Gut, dann ganz wichtig, hier drüben. Ich sollte diese Truppen komplett wegcrushen. Und dann muss ich hier irgendwie Truppen bauen. Oh ja. Okay. Das heißt, der da wird vernichtet. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube, den Blitz schlage ich eher weg. Genau. So. Und dann. Töten wir den da weg. Knapper Sieg. Sterben noch ein paar Ratten. Ist so, ist egal. Ist nicht so wichtig. So. Skarsnik besiegt, ja, das ist ja. So. Okay, wir gehen irgendwo hier hin. So, was fehlt mir? Mir fehlt ein Clan-Ratten mit Schild. So, mir fehlt eine normale Clan-Ratte. Okay. Vier, was habe ich? Jetzt muss ich mal ein bisschen gucken. Der kann plündern. Hier sehe ich ja noch keine Truppen, der ist zu weit. No, I will not shame my clan.
So. Was haben wir normalerweise in dem Pack? In dem Pack sind 4 Speere und 4 normale Clanwaffen. Ich habe nur 2 Speere. Da fehlen noch 2 Speere. So. Und hier wurde ein Held getötet, der braucht noch. Der wurde verwundet, genau. Trust him for now. So. Okay, gut. Der braucht 2-3 Runden. Ist aber erstmal in Ordnung. Das lassen wir. Stinks like a glacier. Machen wir so. Untrusted worm. Poison after. Oh ja, aha. Mhm. Okay, not bad. So. Wie geht's weiter? Der plündert. Der könnte auch plündern. Der könnte aber auch in den Hinterhalt gehen. Karak Askel ist wieder ein bisschen was wert. Ich will ja eigentlich weiter, ne? Not yet. Not ready. Die Frage ist, soll ich da außen rumgehen? Und ich würde fast sagen, ja. Wisst ihr? Gehen wir einfach mal außen rum und plündern uns hier durch die Lande durch. So. Chieftain of the Deep Warrens. Genau. Onno läuft noch. Hotex-Säule. Auch nicht schlecht, ne? Bringt aber nicht viel Geld. Kreis der Zerstörung. Hexoartel lebt noch. Wow. So, da oben ist irgendwo Nagarand. Der braucht, wie gesagt, noch Zeit. 3 Runden. Hat der irgendwas? Forschungsrate ist gut. Dann Führerschaft im Kampf gegen Zwerge ist auch nicht schlecht. Rüstung. Ja. Too weak to betray. Rüstung. Aha. Okay. Ja. Should kill when get a chance. Okay. Ich hätte natürlich gern irgendwie was gehabt, was Verlustverstärkungsrate erhöht. Aber da habe ich gerade gar nichts. Ich habe Mobilität und Auskundschaften. Ja, das war's. Na gut. So, der macht nichts. Quick. Der ist hier unten unterwegs. Genau, was wollte ich hier machen? Wollte ich mir hier alles holen oder wollte ich hier alles nur räubern? Ich glaube, ich wollte erstmal nur räubern. Aber genau, ich räubere mal und mache Unterstädte und so und gut ist. Das heißt, ich gehe hier hin. Easy win. Tschüss. Und Unterstadt bauen. So. Unterstadt bauen. Unterstadt bauen. Das da. Das da. Passt. So. Als nächstes. Darunter. So. Ja. Das können wir weiterbauen, klar. Oder hat es irgendwo anders was Dringlicheres? Ich sehe es gerade nicht. Nö. Was mich freut, ist, dass ich aktuell gut Plus mache. Right. No time. Experiments to do. Die mögen mich. Das ist ja schon mal ganz gut. I refuse. So, plündert die Tunnel. Karak Azul. Das ist sehr weit weg.
komme ich ja gar nicht hin. Ja, ich könnte. Ja, mal schauen. Muss ich ja nicht. Ne, muss ich nicht. Ich frage mich halt, warum ich am Anfang jetzt immer diese Morse-Clan-Ratten bekomme, diese zwei pro Schlacht. Das ist echt strange. Reposition habe ich noch. Enraged Followers habe ich auch noch. Upkeep für Morse, ja, aber wo kommt die Fähigkeit her? Das ist sehr seltsam. Na gut, lass uns mal dabei. Gucken wir mal weiter. Da unten hat er noch eine Armee. Oh oh, okay. Da kommt noch eine Armee. Ich glaube nicht, dass ich da, wo ich jetzt stehe, stehen bleiben kann. Bin ich ehrlich. Das sieht nicht so aus, als könnte ich dort stehen bleiben. Nein, nein. Nicht wirklich. Schon wieder eine halbe Stunde rum. Krass. So, jetzt Karak. Was machen sie? Rohre Granithand. Ja, der will angreifen. Da kommt ein voller Stack. Hinterhalt, okay. Ja, da muss ich abhauen. Da muss ich abhauen. Mal gucken, wie ich das mache. Mal schauen, wie ich das mache. Ist aber auch lustig, dass mir das Spiel sagt, ja, der ist dort in Hinterhalt gegangen, ne? Voll fies. So. Jo. So. Loyalitäten ist 6. Nee. Ich meine, die Klaue ist gut. Aber brauche ich jetzt nicht. So, Lauer. Okay. Das war doch immer gut, ne? So. Intrige der 13. Das brauche ich wieder. So. Ich weiß, hier ist eine Truppe. Oh ja. Oh ja. Oh. Okay. Gut, die würde ich mir gerne holen, das geht gerade aber nicht. Das heißt, ich muss versuchen zu verschwinden. Erstmal verschwinden. Buckelberg wäre so viel wert. Würde ich mir gerne holen, aber aktuell sind die Zwerge hier gerade ein bisschen sehr nervig. Das heißt, ich versuche mich hier jetzt mal zu verstecken. Mit etwas Glück hauen die Zwerge ab. Ich kann hier ein, zwei Runden bleiben, mich dann wieder aufbauen. Ja. Und dann hier weiter plündern. Wenn ich Pech habe, geht's halt nicht. Aber das muss man dann sehen. So, kannst da hingehen. Plünderstellung. Und weiter geht's. Ono, der ist bald bei Nagarond. Das ist nämlich hier irgendwo. Hackreif ist auch nicht schlecht, aber ich will nach Nagarond. So, nächste Runde oder übernächste Runde. Okay, ihr könnt weiter plündern. Warlord, me! Be sneaky. X, Tails, move! Gut, hier ist ja nichts Gefährliches, ne? Makate, ta! I order, scurry, move! Okay, passt. Ballistas Light, Karak 8 Gipfel. Das würde ich mir echt gern mal holen, mit der Zeit. Auch wenn da dann viel kaputt geht, aber wenn ich das irgendwann mal hätte, wisst ihr, dann wäre das gar nicht so schlecht. Aber, naja. Schwarzfels ist ends viel wert. Guck mal.
Da könnte ich tatsächlich... das so irgendwie bauen. Problem ist nur, die Nahrung wird irgendwann dann wieder abnehmen. Aber erstmal ist das okay, weil Schwarzfels bringt halt richtig Kohle. Na, das will ich auf jeden Fall hochbauen. Yep. Trust him for now. So, das ist der, den wir nicht machen. Stinks like a glacier. Der ist schon sehr weit. Okay, Rüstung noch ein bisschen hoch. Rüstung ist immer gut. Haben kein Geld mehr. Irgendwo könnte ich noch was bauen, aber hier eher nicht. Ja, ich lebe da oben sehr gefährlich. Ne? Wollen wir Nahrung auch noch machen? Ja, machen wir hier noch mal Nahrung hin. Und Gutes. Ja. Ja, das passt. Ah ja, die heiligen Teiche. Könnte ich noch machen. Nächste Runde vielleicht. Okay. Gut. Nahrung ist voll. Das ist sehr gut. Ich könnte natürlich... ich weiß halt nicht, ob ich Karak 8 Gipfel einnehmen soll. Ich bin aktuell noch nicht bereit, das zu halten. Nicht wirklich. Weil dann stelle ich mich da wieder defensiv auf, kann ich plündern, kann ich angreifen. Fällt mir alles nicht. Du willst ein Schutzbündnis. Wie bist du denn bereit dafür auch zu zahlen? Oh ja. Okay. Schutzbündnis ist gut, Geld haben wir bekommen und Zugang. Für 6-3. Ich glaube, das ist in Ordnung. Das kann man lassen. Damit bin ich recht zufrieden. So, jetzt. Sieht er mich oder nicht? Okay. Es kribbelt da noch rum. Da oben. Und dort. Ah, gut. Okay. Do not. Ihr wollt Frieden. Ja gut, mit dem bin ich ja eigentlich durch, ne? Ja, mach mal Frieden. Ich will den ja nichts mehr, ne? Ich hab ja, was ich wollte. Das passt schon. Ich möchte eigentlich zu den Zwergen. Ja, du kannst herkommen. Das sind halt nur Skelette, ne? Die machen da nichts. Aber er hat viele solche Skelettarmeen schon wieder aus dem Boden gestampft. Das finde ich bei den Tomb Kings so heftig. Die haben kaum irgendwas an Städten. Man schaut euch den Wächter an. Der hat da 5 Armeen, obwohl er bloß eine Stadt hat. Das ist heftig. Die grauen Graubartsprospektoren, die waren hier. Ja, genau. Okay. Rels Häuptling ist bereit. Das ist gut. Der gehörte ja, glaube ich... Huch. Wo bin ich? Dorthin. Genau. Bis er da ist, wird dauern. Ist aber egal. Okay, so wir gehen jetzt dahin. Kann ich... Mir fehlt noch eine Speerratte. Und eine Clan, dass die Clanratte so lange braucht, das ist halt ätzend. Aber gut. Wir nehmen jetzt das da mal unter Beschuss. So. Ausrauben. Und plündern. Weil der kommt nicht so weit. Ist einfach so. Der kommt nicht so weit. So. Okay, dann müssen wir mal gucken. Vielleicht mit dem Tiefenreich irgendwo hinspringen oder so. Auch wenn das bei mir nie funktioniert hat. Nie gut. Aber hier kann man wirklich noch viel Geld machen.
Muss man mal schauen, wenn es blöd läuft, sind die Armeen wieder tot und ich muss ihn nochmal neu ausbilden. Ja, wenn es ganz doof läuft, passiert genau das, aber das muss man jetzt sehen. So, der läuft, das dauert. Die können weiter. So. Clan Rictus Supreme. Scamper, Scary. Okay. Karnak 8 Gipfel. Underground, Overground, Skaven are we! Es bringt mir halt so wenig, dieses Ding da einzuziehen. Ich meine, es ist eine gute Stadt, aber dann bräuchte ich alles. Ich bräuchte die Krummzahnfeste, Valyssas Light und Dingokratz. Ist jetzt auch nicht so geil. Die mögen mich eh nie. Was ein Schwachsinn. Chieftain of the Deep Warrens. Aber man könnte sich's halt echt überlegen, wenn ich jetzt schon mal da bin, ne? Und dann habe ich's, ich kann's ausbauen. Vielleicht kann ich eine Armee reinknallen, die dann defensiv steht und gut ist. Ich glaube, das mache ich. Ich glaube, das mache ich wirklich, ja. So, jetzt hat viele Charaktere. Ist gefährlich. Na gut. Bauen wir mal das, damit es nicht entdeckt wird. Manchmal muss man doch ein bisschen proaktiv und reaktiv sein. Zugleich. Da drüben konnte ich noch bauen. Nahrung. Das da. Tünnelchen. Und das da. Mehr Geld. Passt. So. Der kann angreifen. Entscheidender Sieg. Time for things to die, die! Scamper, Scully! I, mighty warrior champion! Skulk, hi! So, noch ein Tiefenreich. Nahrung. Einmal mal Geld. Geld und Nahrung. 40. Ja, das passt. Obwohl, es ist fast sehr knapp. Dann bauen wir erstmal einen Tunnel. Na gut, das. Na gut. Okay, Onno. Ab nach Navarond. Ich habe noch nie gesehen, dass das den Tomb Kings gehört. Holy crap. Aber gut. Soll mir recht sein. Why should I aid you? No, das ist wieder den, den wir noch nicht machen. Der hingegen bekommt noch ein bisschen was, genau. Should kill when get a chance. Okay. Stinks like a grave. Endlich ist der unsterblich. Auch sehr schön. Gut. Geld geht nicht, sonst müssen wir warten. Passt alles. Warcries kann man natürlich machen, aber braucht es gerade nicht. Passt also. 2,49. Wie viel kriege ich da von diesen Köpfen? Das ist die Frage, ne? Okay, Reichland. Granithand. Ja, ja, die kommen alle, klar. Da kommen jetzt alle Zwerge kommen jetzt ran. Könnte sein, dass wir nächste Runde angreifen können. So muss es halt Snitch Clan Eschen gegangen sein. Dass die Zwerge sie einfach mit massivst vielen
Zwergenarmeen überrannt haben. Und das ist halt, also Zwerge sind tough, sehr tough. Weil die sind nicht zwingend schnell, aber wenn sie erstmal an einem Gegner dran sind, RIP. Da geht gar nichts. So, ich würde jetzt dann langsam gerne eine Armee, ja, ist egal. Wie viele Armeen der haben kann. Wieso werde ich hier? What the fuck? Okay. Krass. Krass. Ich glaube, ich muss nach Hause. Weil irgendwie irgendwas bei mir hier rumstresst. Das kann man ganz leicht töten. So. Dann ab nach Hause. Ich muss mich jetzt beeilen, dass ich da noch schnell hochkomme. So, das kann auch weg. Sind halt nur Skelette, wisst ihr? Oh. Da muss man nichts machen. Warlord Quickheadtaker. Scully, now, Scully! Aha, noch mehr böse Viecher. Na gut. Okay, Good, good! I'm mighty! Ja. Hornet One watches me! Stock, pray! Okay, da belagern wir jetzt. Na, die brauchen aber lang. Die brauchen aber sehr lang, um da ein Türmchen zu bauen. Ist ja krass. Warum brauchen die da so lange? Heftig. Na gut, whatever. Wir belagern. Ich überlege halt, ob ich nicht einfach versuchen sollte, da jetzt anzugreifen. Weil das meiste sind nur dumme Orks. Ich überleg's mir. Das ist noch nicht so ganz easy, weil... Gibt natürlich noch eine andere Sache, die ich machen muss. Und das ist das hier. Okay, also ich glaube noch nicht, dass die da rankommen. Nicht wirklich. Das können wir nochmal kaputt machen. Das ist immer gut. So. Okay. Untrusted worm. Poison after. Schwierig. Kill when get chance. Schwierig. Aber er kommt nicht ran, ne? Das ist, also der kommt zwar ran, der aber nicht. Und der schon. Oh ja. Okay. Nee, dann ist mir das hier zu heiß. I am Warlord. Okay. Dann verstecken wir uns jetzt hier mal. Okay, verstecken. Der muss noch laufen. Genau. Laufen. Das ist das. So. Na, da warte ich jetzt lieber. Das können wir noch bauen. Es gibt Geld. So. Das braucht noch. Hier werden Tunnel noch nicht schlecht.
Okay. Gut. Hier können wir nochmal Geld machen. Moment, Itza. Nahrung 2. Ja, ist sich gleich. Na gut, machen wir es mal so. Okay. Jo, wenn ich jetzt hier diesen Skrotz ausbilden würde. Ich hätte gerade eh kein Geld für eine Armee für ihn. Das ist das Ding. Aber ich habe Meutenbändiger. Ist nicht schlecht. Diszipliniert ist sogar auch sehr gut. Ich mach das jetzt. So. Das ist nice. Das ist nice. Das ist nice. So. Der kann Zeugs beschwören. Oh, wow. Okay, ich möchte ein paar Meutenbändiger. Oh ja. Und wie ich ein paar Meutenbändiger möchte. Okay, der ist schon... Ja, den habe ich schon mal gelevelt. Ein bisschen, genau. Okay. Gefangengenommene. Ich weiß nicht, ob ich das brauche. Das ist halt das Ding. Gut, was auf jeden Fall braucht, sind Züchterwissen, genau. Mehr Angriffsbonus für den ganzen Bums. Yep. Okay. Gut, hier warte ich jetzt. Aber der bekommt auf jeden Fall einen Eschen. Auch nicht schlecht, ein Eschenmagier. Irgendwo muss ein Eschenzauberer gehen. Hier, genau. Auch schon wieder diszipliniert, das ist auch stark. Gut, gucken wir mal, ob ich die nächste Runde bekomme. Stopp! Bin ja noch nicht fertig. Ich habe ja hier oben noch eine Schlacht eventuell zu schlagen. Was ist denn das? Da, genau. Hide and sneak! Ich glaube, das macht einfach Sinn. Boah. Weil er hat ja so viel Bums. Es sind nur Goblins, aber wenn er mich angreift mit sowas, das will ich eigentlich verhindern. Ich greife da jetzt an. Ich spiele das jetzt durch, das muss machbar sein. Kann nicht so schwer sein. Kann es halt wirklich nicht. Okay. Ja, und dann mal gucken, ne? Dann mal gucken. Ja, wenn ich das habe, dann kann ich den Diszipliniert noch holen. Ich kann den anderen holen. Ich weiß gar nicht, wie viel. Ja, aber zwei Meutenbändiger will ich schon haben. Weil wenn die Stuff beschwören können, das ist schon nicht schlecht. Der Eschenmagier macht dann, dass die irgendwie nah rankommen können, die Gegner, an die Gegner und so. Na, schon mal. So, Aufstellung starten. Okay. So, Katapulte. Den Bums.
Gut, das können wir schnell zerstören, das ist kein Problem. So. Wow. Heftig. Sehr heftig. Wow. Gut. Viel Munition habe ich hier noch nicht. Kann das sein? Kann man sich ja auch noch irgendwo hin tun. Ja. Ja, bitte macht das kaputt, das Türmchen, danke. Hatte ich mir von den Katapulten mehr erhofft an Damage, aber naja. Also wirklich viel machen die gerade nicht, ne? Die schießen gar nicht, schaut mal. Da läuft auch irgendwas. Die sind komplett dumm. Das ist schon krass. Ja, 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 die laufen da in den Turm. Total dumm. Absolut dumm. Krass. Das ist immer noch schießen darf, obwohl ich schon aus der Reichweite bin. Krass. So, die Mörser. Könnt ihr das jetzt angreifen? Wollen sie nicht. Aber dann müsst ihr da manuell drauf schießen. Ist jetzt doof, aber ist so. Ihr müsst da hinschießen. Und ihr müsst da Schaden machen. Ihr müsst da auch Schaden machen. Bitte den Turm angreifen. Jetzt fährt da wieder eine Kanone durch die Gegend. So dumm. So dumm. Äußerst ärgerlich, dass das nicht mehr funktioniert. Jetzt schießen sie. So, dann schießt jetzt mal. Hört auf zu laufen. Leute. Dumme Kanonen. Die ganze Zeit wollen sie laufen. Aber die sollen nicht laufen, die sollen schießen. Kann das so schwer sein? Und könnt ihr den da bitte töten? Wieso lauft ihr? Come on! Let's get to the link!
Bitte jetzt bitte schießen. Meine Fresse. Wir machen da nur Schwachsinn. Okay. Also ich verteile mein Feuer jetzt so ein bisschen überall hin. Keine Ahnung. So, die einen laufen wieder. Warum auch immer. Wir wollen nicht schießen, wir wollen laufen. Sind halt keine Kanonen, sind Läufer. Klingt seltsam, ist aber so. So. Ihr könnt auch laufen und auf irgendwas schießen. So. Also, ich böller jetzt hier ganz gut rein. Irgendwas kommt da raus. Noch interessant. Naja. Okay. Gut. Ich weiß nicht, auf was die schießen, aber es wäre gut, wenn ihr auf irgendwas anderes schießen würdet. Irgendwas, was böse ist. So. Also erstmal nehmen die Orks hier guten Damage, ne? Das ist schon ganz nice. Die nehmen halt wirklich bösen Schaden. Aber so soll es ja auch sein. Irgendwas schießt. Zurück, 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 zurück. Irgendwas schießt auf euch. Ah ja. Oben hat's Nachtgoblin-Bogenschützen. Ja, die sollten weg. Na komm, schießt. So, wo sind die Nachtgoblin-Schützen wieder? Fehlt noch. Ah ja, sind schon fast tot. Ja, super. Ja, die Riesen brauchen wir nicht angreifen, die Trolle auch nicht. Das macht keinen Sinn. So. Schwarzorks kann man noch angreifen. Okay. Okay, wir können das Tor noch angreifen. Schwierig, ne? Schwierig. Aber wird schon. So, ich würde natürlich gerne versuchen, seine Schleudern zu zerstören. Wenn ich da hinkomme. Müssen wir mal gucken, ob das klappt. Aber schaut mal, was der da alles hat. Der hat noch ganz viele Nachtgoblin-Bogenschützen und alles. Das hat sich nicht gelohnt. Okay,
Okay. Abzug und Katapulten. Hier wird schon wieder was angegriffen. Schaut's mal. Wollt ihr da vielleicht was gegen unternehmen? Der hat hier noch sehr viel, schaut's mal. Sehr viele Dingsleute, ja, ja. Teacher Sales. Wieso laufen die denn jetzt so in den Nahkampf? Muss das sein? Ich glaube nicht, oder? So. Komm mal dahin. Die ganzen Einheiten könnten jetzt langsam mal hochklettern. Spickerschützende Orks. Ja, die könnt ihr ja mal kaputt machen, ne? So. Die Kanonen sind auch sehr lustig. Okay. Naja, das macht vielleicht nicht so viel Schaden, wie es sollte, aber... Ja, ist noch in Ordnung, ne? Passt schon. Es macht ein bisschen Damage. Das ist nicht schlecht. Okay. Na gut. Also ich glaube, ich mache hier schon ganz gut mit Damage. Ah ja, hier hat es auch noch was. Nachtgoblins, ja, das ist so schlimm alleine. So viel Damage wie geht mit dem ganzen Bums und dann sind wir fertig. Genau. Ist halt die Frage, ob die Kanonen da hinschießen können. Nur sie wollen wieder laufen. Okay. Ah ja. Das sind halt Laufer. Oder Läufer. So. Der kann noch ein bisschen böllern. So. Okay. Was passiert denn, wenn ich da hinten welche beschwöre? Einfach um ihm so ein bisschen die Mangel zu nehmen, wisst ihr? So. Die laufen mal hoch. Ja, er hat schon einiges an Bums-Krams, ne? Ich muss sehr vorsichtig sein. Also hochlaufen kann ich. Mehr aber nicht. Ah, wenn ich mehr mal. Oh, so. Aha, aha. Ja, ja. Okay. Da hat er noch ein paar Nachtgoblins schützen, aber das ist nicht so gefährlich. So, viele Trolle, viele Riesen. Ja. Im Großen und Ganzen läuft es schon. So. Wir holen uns nochmal einen. Ja. So.
Ein bisschen passt's, ne? Die Mauern können hier so im Großen und Ganzen. Das ist schon in Ordnung. Okay. Ich warte halt hier, bis ich jetzt wirklich eine Menge Ratten habe, damit ich die Wehrstadt einnehmen kann. Das ist schon wichtig. So. Ich würde so gerne diesen Fliegtypen da oben wegböllern, aber geht halt nicht. So, die klettern hoch, okay. Aber bisher passt es noch. Da oben kommen jetzt Leute hoch, Goblins. Oh, der schießt da. Wollt ihr nicht meinen Befehlen folgen? Nein? Gerade eben wolltet ihr noch. Jetzt wollen sie nicht mehr. Na gut. Bedauerlich. So, wie geht's weiter? Weiß wieder keiner. Warum seid ihr im Nahkampf? Ihr sollt euch einfach nur da hinstellen und dann schießen. Schwarzorks hat's da oben. Aha. Okay. Gut, diese Sturmratten. Angreifen. Nochmal Ratten holen. Jetzt halt die Frage, ob die paar Ratten jetzt schon reichen, um die Wehrstadt einzunehmen. Aber ich würde es jetzt langsam echt mal versuchen, weil es wird sonst eng. Ja. So. So, ihr greift es da jetzt an. Die laufen jetzt runter, die greifen uns an, die machen jetzt ihren Stuff. So, die Trolle sind natürlich gefährlich, ist klar. Trotzdem gehen wir jetzt mal Richtung Wehrstadt. Ich sollte ja immer noch da so hoch. Trolle von hinten angreifen. Genau. So. Entweder das klappt jetzt oder es klappt halt überhaupt gar nicht. Das muss man mal sehen. So. Der beschwört jetzt Einheiten da rein. Versuchen die Wehrstadt einzunehmen. Ne? Ganz normal. Versuchen jetzt hier die Wehrstadt einzunehmen. Wir würden gerne da rein. Gut, den Trollen interessiert das gar nicht. Und die Ratten auch überhaupt nicht. Was bedauerlich ist, weil das heißt, ich habe hier null Schadenszeug. Na gut, wir versuchen es weiter. Okay.
da so hin. Ist da so hin. Ja, verteidigt sich noch sehr hart, wirklich. Aber irgendwann müsste da doch auch mal durch Ende sein, oder? Könnt ihr den Giganten vielleicht wegfokussen? Ja, das wäre ganz gut. Weil irgendwie... Naja. Naja, ne? Die Mörser. Ja, die Mörser sind natürlich doof, wenn wir jetzt in den Nahkampf gehen. Das hilft herzlich wenig. Ich glaube, er schlägt mich noch zurück. Weil ich seine Riesen nicht tot bekomme. Weil hier alles läuft. Wieso lauft ihr? Was lauft ihr? Ihr sollt nur schießen. Einfach schießen. Das ist so schwer. Sehr seltsam, muss ich gestehen. Sehr, sehr seltsam. Da müsste doch ordentlich jetzt was rangehen. Naja, eure Krieger fliehen. Das tun sie irgendwie schon die ganze Zeit. Weil sie dumm sind. Aber okay, was kaputt ist, muss halt neu ausgebildet werden. Dann, ne? Das ist ganz normal. Und wenn wir es nicht schaffen, dann schaffen wir es halt nicht. Dass ich die Riesen nicht wegbekomme, ist halt so ein Schuss. Eigentlich solltet ihr den Riesen angreifen. Das Tor gehört mir leider immer noch nicht. Die greifen komplett falsch an. Der Riese steht da und die schießen dort. Eigentlich wollte ich da drüben das da machen. So, schön angreifen, Leute. Kann nicht so schwer sein. Vielleicht hier noch einen kleinen Debuff draufhauen, ne? So, irgendwann müsste das Tor ja mir gehören. So, der eine Riese, der hat es bald genug. Ich glaube, so langsam schaffe ich es. Mit der... Ja, jetzt haben sie ab. Das war jetzt sehr anstrengend gegen Ende nochmal. Aber okay. Uff. Knackig. Sehr knackig. Aber geschafft. So. Mal gucken, was jetzt alles wieder getötet wurde. Das müssen wir halt dann ausbauen und so. Ihr kennt das Spielchen. Ja. Oh, die haben über 1000 Truppen getötet. Schöner Schaden. Sehr schöner Schaden. Ja, ja. Doch, doch. Sehr schöner, guter Schaden. So. Okay. Okay, Sturmratte und Sturmratte ist gestorben. Und da unten eine Clanratte mit Schild. Na gut. So. Sturmratte gestorben, Clanratte mit Schild. Okay. Where?
cunning plan. Guide us, Horned One. Oh, ich kann auf Stufe 5 hoch. Ja, schön. Großmächtig seid ihr. Von den Spitzen der 8 Gipfel bis zu den zernagten Tunneln, die die tiefsten Abgründe durchdringen. Alles gehört Clan Moas, alles gehört Quiek. Zwerge und Goblinköpfe stapeln sich nun auf dem Trophäenbanner des Kriegsherrn. Clan Moas hat die uneingeschränkte Herrschaft. Nicht wirklich. Und doch ist der Kriegsherr Quiek nur der stellvertretende Befehlshaber in Clan Moas. Großkriegsherr Gutgenag sitzt in Skavenblight und erteilt Befehle als Herrscher des Zerfalls. Doch gewiss hat Quiek Sieg gezeigt, wer wirklich die alleinige Kontrolle über die größten aller Kriegsklan haben sollte. Jo. Gut. Also, das gehört uns. Wir brauchen noch einen Clanrattenschilder. So. Hi, Chieftain. Und wir brauchen Sturmratten, die wir hier nicht bekommen. I am Warlord. Run, fools, fools. Pack's turn. So. Of the deep warren. Ich brauche Sturmratten, Sturmratten. Und hier einen mit Schild. So. Der Rest passt. Clan Rictus. Ah ja, in 8 Gipfel ist das schon mal gebürstet. Gut. Au, was haben wir denn hier Schönes? Ausgeraubte zwergische Gewölbe. Das sieht nach einem sehr schönen Gebäude aus. Dann gibt es noch Knoten der Säulenstadt. Auch das klingt sehr schön. Und natürlich Mauern, die ich mir nicht mehr leisten kann. Geil. Okay, okay. Na gut, na gut, na gut. Schwierig, aber okay. Nose, I dominate. So, jetzt können wir beenden. Die sind ja in Verteidigungsabwehr-Dingsstellung. Und gut ist. Sieht zumindest so aus. So. Ein bisschen mache ich noch und dann ist gut. Ich muss mal gucken, ich habe nämlich noch eine neue Aufgabe. Da weiß ich aber noch nicht, was es damit auf sich hat. Keine Ahnung. Ach, die ist jetzt auch. Aha. Oh well. So. Ja, die hauen ab, das ist gut, so soll es sein. Sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig, das alles. Alles klar. Gut, Clan Vulkan, der kann mir so lange nicht plündern. Wenn er plündert, greife ich ihn an. Er plündert mich. Ja, dann breche ich den Friedensvertrag mit ihm halt wieder. Pech gehabt. Ich lasse mich hier nicht plündern. Hallo? Ist mir egal. Dann hat er Pech gehabt. Dann hat er einfach Pech. Muss man halt so sagen, ne? Wenn er meint, es wäre eine gute Sache, Friedensvertrag zu machen und dann bei mir reinzurennen und zu plündern, tschüss, dann hau ich ihn weg. Weil das ist das Ding, als Rattentypen ist es mir voll egal, ob die Leute mich mögen oder nicht, oder ob ich einen guten Ruf habe oder einen stabilen Ruf oder sonst. Voll egal. So, ich hoffe nur, das Geld ist jetzt nicht zu niedrig. Nur das passt. So. Ja, Pech, Pech. Die plündern hier rum, also sterben sie. Sorry, gibt's nicht. Der hat bei mir nicht zu plündern. Kenn ich nix. Bin ich ehrlich. Bin ich ehrlich, da kenn ich nix. Ah, plünder ich halt bei ihm jetzt. Selbst schuld. Also, ne? Da ist er selber schuld jetzt. Das hätte ganz anders laufen können mit dem Frieden, aber
dann gibt es halt keinen Frieden. Ne? Selbst schuld. So, Quick, du hast hier Probleme. Du musst dich mal beeilen, dass du da nach Katar kommst. Jups, auf nach Katar. Weghauen. Take still, make quick rich. Wie weit kann der noch laufen? Nicht mehr weit. Perfekt. Gut. Geld. Und Nahrung. So. Alles fertiggestellt und trotzdem kriege ich nur so wenig Geld. Traurig. Echt traurig. Na gut. Skrotz hieß der, oder? Ohne... Mit TZ. Gut, es gab ja noch diesen einen Hexer. Genau, der diszipliniert war. Den möchte ich auch haben. So. Der geht dorthin. Ja, und dann brauche ich nochmal einen Meutenbändiger, den ich mir nicht leisten kann. Okay. Die wollen das nicht. Ja, das dauert halt. Da brauche ich halt, bis das Geld läuft. Das braucht Zeit. Okay, Silberpfeile auszurauben bringt herzlich wenig. Das ist nichts wert. Aber ich könnte Richtung Buckelberg. Na, gehen wir mal Richtung Buckelberg. Defensiv hinstellen. Oder listen, Stalk. Hooded One watches me. So. Plündern. Stink of Command. Ja. Nee. So, Hinterhalt. Ich hätte gern noch die eine Ratte, aber die muss ich mir anders wann holen. Ein anderes Mal. So. Der läuft, der bleibt da stehen. Too weak to betray. Passt erstmal, gut, bisschen Geld. Untrusted worm. Poison after. So, wo haben wir noch was? Nur noch dort? Ne, hier haben wir noch zwei. Stinks like a grazier. Ja, Rüstung ist gut. Und was bekommt der? Should kill when get a chance. Auskundschaften. Erdung ist nicht schlecht. Ja, ja, den machen wir ja gerade nicht. Forschen können wir wieder. Okay. Kosten der Heldenaktion. Schattenläufer, Gossenläufer. Assassinen. Geschwindigkeit für Infanterie ist nicht schlecht. Seuchenmönche. Speed für Katapulte ist gut. Das wäre nicht so schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Sturmratten und Waffenteams. Ja. Ja, okay, gut. Haben wir wieder was zu tun? Navarond habe ich jetzt zu einer Stadt gemacht, Untergrundstadt, in der ich noch nichts gebaut habe. Das ist natürlich schade. Läuft nicht mit dem Geld. Ich wollte mir übrigens noch anschauen, was wir noch als nächstes haben. Plündert die Tunnel, Karasul, das machen wir nicht. Krieg den Bart-Dingern. Naja, whatever. Okay. So, die Piraten mögen mich. Verbannte Vermehek, Reikland. So, die Zwerge sind wieder wichtig. Das muss ich wissen, ob die mich sehen oder nicht. Sieht nicht so aus. Oh. Okay. Weil dann kann ich das eine Ding jetzt zerstören, also plündern.
kann mich wieder zurückziehen, ein bisschen warten, dann die Clanratte bauen und dann weiter durch die Lande ziehen und plündern. Ah ja, okay. Ja, da ziehen wir uns dann einfach zurück und gut ist. Get out of my way! So, wo geht die Armee hin? Perfekt. Sehr schön. Unterstadt zerstört, Wasser des ewigen Lebens. Ja gut, das wusste man ja. Da haben wir ja auch alles abgerissen, deswegen. Das ist in Ordnung. Da sammelt sich hier mit ordentlich Wumm. Schaut's mal, das ist krass. Trotzdem zieht sich Quiek jetzt erstmal zurück. Müsste ich theoretisch wahrscheinlich gar nicht. Weil die Orks, die mich da belagern, whatever. Aber ich will es nicht verlieren. Ich muss mir mal angucken, welche Armee das da überhaupt ist. So. Jetzt schauen wir mal. Ja, Loyalität minus 3 ist egal. Clan Spittel später. So, was? Nebelberg. Also Karak Azul kriege ich gerade schlecht weg. Bow to me, me. So. Ready to lurk. Der braucht noch 2 Runden, okay. Okay, das erste, was ich jetzt mache, ist hier nochmal einen Meutenbändiger. Das ist auch nicht schlecht. So. Gut. Dann. Nebelberg. Wo ist denn Nebelberg überhaupt? Stay on the ground. Erobern und besetzen. Will ich jetzt aber nicht. Brauche ich nicht. Clansgebiet. Whatever. So. Okay, ja, das ist egal. Wie lange hält denn mein... Panic flee! Wie lange halten die denn noch durch? Zwei Züge, bis die Vorräte erschöpft sind, naja. Aber wisst ihr was? Hier ist einfach zu gut, das anzugreifen. Ich will das alles weghauen. Alles weghauen. Das ist zu gut. So, der hat den Hinterhalt nicht entdeckt. Tschüss. Auf Wiedersehen. Next. Force March, Hinterhalt nicht entdeckt. Weg. Mehr Nahrung, mehr Geld. Schaut mal, ich mache hier richtig Nahrung und Geld. Schön. Der Hinterhalt nicht entdeckt. Nahrung und Geld. Ich fahre mich hier gut hoch. Hinterhalt nicht entdeckt. Nahrung und Geld. So, geil. Okay. More head skulls. Okay. I say, move, move. So, Katar müssen wir natürlich angreifen irgendwann. Charaktere. Ja, wenn noch einer dazukommt, ist das hier kaputt, ne? Okay. Hm, könnte ich bauen, will ich jetzt aber nicht. Lami auf Stufe 5. Ich könnte diesen ganzen Bums machen, aber... Oh! Hier kriegen wir wieder Fleischstelle. Das ist auch gut. Gibt auch Geld. Oder Nahrung oder alles. Das bauen wir noch. So. Okay. Was können wir hier machen? Moment mal. Wo habe ich denn... Habe ich irgendwo eine Stufe 5? Hier habe ich Stufe 5. Höllengrubenbrut. Kann ich noch nicht ausbilden. Okay. Ja, würde ich aber gerne.
Ich würde gerne. Hallo. Ich würde sehr gerne. Weil bisher kriege ich die nicht. Wie viele darf ich dann bauen? 3 Stück. Ist die Frage, ob ich so viele brauche, aber... Na, reißen wir das mal ab. Gehen hier auf Stufe 5. Ich schau mal, dass ich hier auf Stufe 5 gehe und beim anderen auch. Dann habe ich 2 Stufe 5 Dinger und kann ordentlich was bauen. Ja. Ja, mal gucken. Ich möchte das haben. Ich möchte da hinkommen, so eine Armee zu haben. So eine richtig krasse Armee. So eine richtig heftig krasse Armee. Gut. Der kann noch laufen. Genau. Geld, Geld, Geld. Passt mal auf. Steven Warlord! So, Buckelberg. Das soll ich angeblich nicht schaffen. Aha. Aha. Stand, stand! Die, die! Aha. Sehe ich jetzt nicht, aber... Also er hat hier viel Stuff, klar. Ich muss mich halt zurückziehen, sobald ich hier durch bin, aber... Wieso sollte ich das nicht schaffen? Ich bitte dich. Totaler Schwachsinn. Wie ich das schaffe? Hallo? Hallo? Nee, das wird jetzt ausgeraubt, es gibt Geld, dann kann ich den anderen Bums noch bauen. Dann spare ich den Rest des Geldes, damit ich nächste Runde nochmal auf Stufe 5 Gebäude bauen kann. Und dann haben wir so im Großen und Ganzen alles Wichtige vorbereitet. Dann ziehe ich mich zurück, beende die Runde und dann war's das. Sind dann auch schon wieder 2 Stunden. So. Pech gehabt. Okay. Gut, wir machen Folgendes. Okay. So. Oh ja, oh ja. Oh ja, da müssen wir unbedingt drauf angreifen. Das tut sonst zu. Oh ja, oh ja, oh ja. Oh ja. Unbedingt die Katapulte zerstören. Die Türme. Ganz schnell. Aber ganz, ganz schnell. Bevor hier alles kaputt geht. Na kommt. Na los. Den auch noch. Please, schneller. Okay, gut. So. Seine Orgelkanonen stehen da hinten. Können wir mal angreifen. Hier geht gerade alles kaputt. Das sind Chisails. Das sind Chisails. Irgendwas schießt noch. Nur was? Was hat solche eine Reichweite? Was schießt denn da? Sehe ich nicht. Also irgendwas schießt. Ich weiß nicht was. Ich muss mal gucken. Wahrscheinlich sind da Ranger oder so. Irgendwas schießt da. Da kommt dann ein fetter Stein. Aua. Aha.
Irgendwas schießt da ganz gewaltig. Die anderen Schützen sind es nicht. Na gut. Nochmal drauf. Versuchen, die Orgelkanonen wegzumachen. Ihr dürft alle schießen. So, macht da mal die Orgelkanonen bitte kaputt. Bolzer nicht. Grollschleuder. Eisenwehr, das ist ja egal. So. Na gut, die Grollschleudern hat er aufgegeben. Und die Orbelkanonen auch. Das ist ja schon nice. So. Der will nicht schießen. So. Gift von Krieger, okay. So. Was noch? Musketenschützen. So, die machen nichts mehr, die machen nichts mehr. Okay, super, passt. So weit, so gut. So, der eine Teil, der hat jetzt Angst. Hoffentlich stirbt er noch. Tot ist er. Sehr schön. Greift jetzt mal dort an. So. Genau, einfach das angreifen, was auf den Mauern steht. Eisendrachen wieder. Stehen die da? Ja, die stehen da oben. So, ordentlich draufwumsen. Genau. Ja, wunderschön. Hammerträger, auch weg damit. Ja. Ja, macht's mal. So. Tor ist zerstört worden. So. Alles feuert. So. Schön, schön, schön. Eisenbrecher könnte angreifen. So. Oh, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Das war ein Missklick. Das war kein guter. Eure Einheit hat Munition verbraucht. Okay, ja, das ist jetzt, wie es ist. Whatever. Okay. Lauft's mal weiter vor. So. Ich
Genau, die Mörser machen noch ein bisschen Schaden. Okay, das passt zum Beispiel. Eisenbrecher. Die werden von irgendwas angegriffen. Den da. Kannst du ja da angreifen. Ordentlich drauf schlunzen. Bis sie halt keinen Bock mehr haben. So, ich würde sagen, es wird langsam Zeit, hier hochzulaufen. Die Mauer einzunehmen. So. Genau. So. Oh, schön. Das schaut so nice aus. Okay. Solchen Priester kann näher ran. Der kann näher ran. So. Ich hab's ja noch nicht gewonnen. Ne? Das ist ja das hier. Das ist noch nicht gewonnen. Aber. Passt schon. Ja. So, die schießen hier schön weiter. Ihr habt auch wieder das, ihr dürft, ne? Ihr dürft. Genau. So. Dann stürmen wir jetzt mal die Mauern auch von hinten. Immer eine gute Strategie. Einfach um die Eisenbrecher so ein bisschen, die Langwerte, einfach mal in Nahkampf zu verwickeln. Aber das sieht schon ganz gut aus. Ich meine, es macht halt kaum Schaden, weil die treffen nicht hoch. Die sind nicht gut darin hochzuschießen. Aber sie machen schon etwas Schaden. Genau. So. Gut, dann greift sie jetzt da noch die Slayer an. Die Eisenbrecher, wenn sie im Nahkampf verwickelt werden, ist dann auch vorbei. Die Türme müsste ich halt bald einnehmen, aber das wird schon. Ja. Ja, passt doch. So. Gut. Schön viele Ratten beschwören. Genau. So. Und weiter geht's. Na also. Okay, so. Ja, macht's. Okay. Ich mach da halt mehr Splash auf mich selbst mit dem Turm, ne? Aber whatever. Irgendwann müsste dem doch die Lust vergehen, oder? So.
Greatest cunning! What the phony? Hallo? Like cars. Okay. So. Rüstung mal runterhauen. Der Rest greift an und macht's doch. Solche Mönche sind eigentlich ganz gut im Schaden machen angeblich. Muss man mal sehen, ob die das auch wirklich. Ja, da. Schöner Missklick. Gut. So. Ist aber doch eigentlich jetzt langsam durch, oder? Muss man doch ehrlich sagen. Dass die halt, obwohl sie so umzingelt sind, nicht aufgeben, das ist halt heftig. Jetzt haben sie genug. Jetzt haben sie genug. Jetzt muss ich nur noch die Slayer hier töten und das war's dann. Oder die Wehrstadt ein, nimmt die Wehrstadt ein, das geht schneller. Na los. Wehrstadt noch schnell einnehmen. Tick runter. Zack, zack, zack. So. Gut. Wo ich da jetzt krass verloren haben soll, weiß ich nicht. Es war nicht günstig, diese Zwergenfestung einzunehmen, aber es hat funktioniert. Ich habe sie eingenommen. So, das heißt Geld, 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 Geld. So, jetzt schauen wir erstmal, wie viel Geld ich durch das Bezwingen dieser Armee bekomme. Wahrscheinlich gar nichts. Knapper Sieg. Doch, es gibt Nahrung. 16 Nahrung. Und 5000 Beute. Schön. So, und nochmal 25.000 obendrauf. So. Dann zurückziehen. Geheimversteck. Zurückziehen. Geheimversteck. So. Wunderprächtig. Der hat Waffenteams. Und ein bisschen Geschossinfanterie. Great victory! Waffenteams. Tell the clans! Dingschredder, Warbohrer, Ausgaben, Waffenteams. Das sind die Waffenteams, genau. Gut. Brutschrecken. Der darf auf einen Brutschrecken. Sehr schön. Sehr schön. Der braucht noch, der kriegt. Das da. Der bekommt. Untrusted Worm. Poison after. Das solche Minotheker. Der läuft weiter, ja, ja, ja. Der bleibt stehen, wo er ist. Der bildet noch aus. Der ist durch. So, dann. Labor bauen. Und den Rest haben wir ja gesagt, warten wir ab. So. Passt alles. Nicht, dass ich jetzt wieder zu früh beende und dann geht nichts, aber es müsste passen. Okay. Okay. Gut. Dann muss ich nur noch das eine Dingens bauen. Und das war's dann. Das eine Dingens bauen und das war's dann. Genau.
Easy, easy, easy. Okay. Gut, gut. Passt für mich. Ist für mich soweit eigentlich alles in Ordnung. Ja. Solange die Zwerge mich in Ruhe. Okay. Das wird gefährlich. Aha, aha. Aha. Oh. Ja. Okay. You smell of fear. Das ist gefährlich. Dass die jetzt gerade 8 Gipfel so dermaßen unter Beschlag nehmen, ist gefährlich. Weil die kommen von allen Seiten. Das wird böse. Oh ja, oh ja, oh ja. Gut, hier darf ich nochmal kämpfen. Mach mal auch. Warum der PC glaubt, ich würde das krass verlieren, weiß ich nicht. Ich müsste hier... Ne, warte, da kriege ich nur Stufe 3 Mäuerchen, ne? Ja, aber was hat er? Er hat Geschossinfanterie, er hat Wildorks und ein paar Schweinereiter und das war's. Es ist nicht gefährlich. Ne, ne, das ist nicht gefährlich. Ist es halt wirklich nicht. Dumm darf ich's nicht spielen, aber... Wenn ich mich nicht ganz blöd anstelle, ist das geschenkt. Weil sie haben keine Ushabti, die mir gefährlich sein können. Sie haben eigentlich gar nichts. Nur Schwachsinn. Ja, free. Free Schwachsinn. Schwachsinn vor der Gegner. Okay. Gut. Ja, ja, er kommt mit Türmen dran. Das muss ich halt verhindern. Das heißt... dass ich ein paar Ratten rausschicke hier. Ein paar Ratten. Mal gucken. Irgendwie so, keine Ahnung. Jetzt habe ich sie gerade ausgewählt, jetzt wird es wieder gelöscht. Hallo. Gut. Was ist das jetzt für ein Glück gewesen? Auch interessant. Macht's bitte die Türme kaputt. So. Ach, perfekt. Ja, kommt's her, kommt's her, kommt's her. Kommt's her, kommt's her. Kommt alle her. Bitte macht's mehr kaputt. Geil. Hat leider nicht so viel gemacht, wie ich gehofft hatte, aber geil. So, ein Türmchen müsste jetzt bald sterben. So, ein Turm ist weg. Nächsten Turm bitte töten. Einer wird hoch, einen wird das schaffen, aber das ist dann alles. Okay, noch ein Turm zerstört, den anderen kriege ich nicht weg. Der wird landen. Ist jetzt aber nicht so tragisch. So. Wir sollten alle schießen. Das Türmchen noch aufhalten, bitte. Clan Rats!
Kriege ich nicht zerstört, ne? Dann landen jetzt beide, das ist sehr schön. Schade, na gut. Landet alles. Das sollten sie schaffen angeblich, okay. Gut. So, das ist doof, dass die da jetzt so abhauen, aber okay. Das scheint sie zu gewinnen, das ist sehr gut. Ready, ready! Okay. Okay. Ja, kommt halt immer der Bums hoch, ne? Ist halt so. Boah, die Explosion war gut. Passt. Gibt bessere, gibt schlechtere. Schön. Yes, yes, yes. Finde ich nicht in Ordnung, dass der den Turm hier einnimmt. Ist totaler Schwachsinn. Bin ich ganz ehrlich. Absoluter Schwachsinn. So, die Wehrstadt lebt noch. Den habe ich ganz vergessen. Oh Gott, ich spiele so schlecht. Ja, wird Zeit für eine Pause. Momentchen mal. Okay. Einmal schön ordentlich draufblitzen. Schön. Ja, nee. Das Tor, das versuche ich zu halten. Ich glaube, ich habe gewonnen. Sieht so aus, als hätte ich das geschafft. Wusste ich so. War doch klar. Und tschüss. Einfach die Ratten weggeböllert. Boom. Also die Orks haben es versucht, wo auch immer die herkamen. Keine Ahnung. Haben aber komplett reingejietet, reingeintet, reingeschäubelt. Tschüss. Easy. Gibt natürlich wieder Kohle, ein bisschen, ne? Jo, die Ratten siegen, yay! Ja. Ganz viele Ork-Dinger getötet. Ork-Ding tot. Hau weg den Müll. Alles weg, alles tot, alles weg. Gut, sehr gut. So, wie viel Kohle gibt's? Naja, 5 Nahrung, das ist jetzt nicht so viel. Pass, ist okay. Ich meine, der wird das wahrscheinlich dann in Plünderstellung gehen nächstes Mal. Das ist halt gefährlich. Das mit den Zwergen hier ist saugefährlich. Da weiß ich jetzt auch noch nicht, was ich machen soll. Ich meine, das hier ist schon mal free, klar. Auch weg, tschüss, okay. Ausrauben.
Untergang. Das ist fertig, okay. Gut, passt. So. Gut, der nächste, der rumläuft und irgendwo irgendwas baut. Ich weiß noch nicht wo. Wo gehen wir als nächstes hin? Hier oder so. Oder wir versuchen nochmal hier hinzugehen. Ja. Nochmal nach Lothern. Ich glaube, das macht Sinn. Ich hoffe es zumindest. So. Wie viel Geld lauert da unten noch? Wieder 5000, wieder 6000. Dann gehen wir doch wieder runter. Der kann nicht so weit, ne? Oh, das gibt Geld. Das machen wir. Das gibt richtig Kohle. Und ich mag richtig Kohle. Richtig Kohle ist immer gut. So. Quiek steht jetzt darum. Das ist egal. So. Jetzt wird's knifflig. Ich habe hier noch keine Mauern. Der braucht noch zwei Runden. Der wird mich hier komplett zerlegen. Ungrim Eisenfaust, billiger Eisenhammer, die kommen da alle. Hi, Chieftain! Stinks like a glacier. Where? Also die einzige Chance, die ich sehe, wirklich die einzige Chance, das irgendwie zu verteidigen, ist... Warte mal, der ist in Lagerstellung. Oder listen, Stork! Ist, wenn der hier auf Hinterhaltstellung geht und ich das irgendwie schaffe, eine Armee zu klatschen, die andere dann weiß nicht was und dann kein Plan, ganz im Ernst. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tun soll. So. Trust him for now. Ja, der braucht gerade nichts. Okay. Should kill when get a chance. Ja. Okay. Gibt's noch einen Warcry, den ich machen kann, der mir irgendwas bringt? Nope. Hab ich schon. Brauche ich gerade nicht. Okay. Gut, der kann noch nichts bauen, der braucht noch Zeit. Ist die Frage, lasse ich das jetzt so oder nicht? Ups, wo ist denn das? Da. Also ich sehe zwei gefährliche Armeen. Der hat Orgelkanonen, Kanonen und Speerschleudern. Die kann ich tatsächlich rausnehmen, wenn ich mich ganz in eine Ecke stelle. Machen die nicht viel, da beschwöre ich dann Ratten und gut ist. Der Rest ist super gefährlich. Gebt euch mal die hier. 70% vom Schaden können die einfach... Wow. Okay. Riesenslayer. Die sind halt so tanky.
Die Slayer nicht. Die Slayer sind Glaskanonen. Okay. No. Gyrokopter. Gut, die gehen schnell kaputt. Das ist gut. Gyrobomber, das ist egal. Die Kanonen sind auch nicht so gefährlich. Die Eisendrachen sind super riskant. Die machen so viel Damage, wenn die erstmal rankommen. Oh ja. Aha, aha. Und gefährlich sind natürlich die Helden. Weil die Zwergenhelden, dagegen kannst du gar nichts machen. Aber ich kann gerade nicht mehr machen, außer hier zu stehen und zu hoffen, dass er raufrennt und verkackt und das war's. Weil ich habe mich dazu entschlossen gehabt, Karak 8 Gipfel einzunehmen. Und jetzt zählt's. Jetzt zählt es. Das wird jetzt ganz riskant. So. Lauerer entdeckt. Wo? 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 So. Hinterhalt entdeckt. Ich kann ihn aber angreifen. Die Armee alleine ist sauschwach. Die kriegt das nicht hin. Also lehne ich den Angriff ab. Jetzt haut der ab! Da stand nichts von abhauen! Es hieß nicht, der haut ab. Das Spiel verarscht mich. Es hieß nichts von wegen abhauen. Nur Angriff ablehnen. Gut. Brauche ich nicht versuchen. Brauche ich nicht versuchen. Das ist... Nee. Nicht mit der Armee. Brauche ich nicht versuchen. Absoluter Schwachsinn. Was ein Schwachsinn. Ärgerlich. Ärgerlich, 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 ärgerlich. Ich komme mir so verarscht vor dem Spiel. Deswegen spiele ich legendär nicht gern, weil du kannst bei so einem Bullshit nicht neu laden. Ist einfach so. Ist ja okay, wenn sie mit 5 Armeen kommen. Aber wenn ich einen Hinterhalt lege, der klappt nicht und ich sage, ich will den Angriff ablehnen, dann ist das nicht gleichbedeutend mit, zieh dich zurück und lauf 1000 Kilometer. Nee. Nee, sorry. Das Spiel... So nicht. So einfach nein. Jetzt darf ich die Armee wieder aufbauen. Verliere die andere Armee auch wieder. Bah, es ist ätzend. Und wofür? Für nichts. Für nichts und wieder nichts und wieder nichts und wieder nichts, weil ich auf allen Meilen einfach nur gebumst werde. Das ist so ätzend. Ich wollte jetzt Ende machen. Jetzt kann ich wieder nicht Ende machen. Weil Bullshit. Ja, hört's auf, ist mir egal. So, alles weg, braucht's nicht. Tschüss. Die Frage ist jetzt, was ist gestorben, was kommt wieder? Ist alles gestorben. Tode. Getötet. Getötet. Okay, also die wurden getötet. Es war ein Häuptling mit einem Häuptling. Alles klar. Dann darf ich wieder ausbilden. Einen Häuptling. Whatever. Mit einem Häuptling. So. Was ist das? Tretsch. Okay. Also, pack Tretsch. Pestilotz oder wie auch immer der heißt. Lost. Pestilost. Gut. Gut. Das macht so viel Spaß. So, der kriegt wieder einen Haufen Bums.
das da bekommt er und das da bekommt er und whatever, keine Ahnung. Das ist noch wichtig. Haben wir noch irgendwas? So. Okay. Gut, dann. Erstmal die. Den können wir töten, den können wir dann angreifen. Das ist jetzt so, genau. Natürlich überlebt das Teil, ist klar. Die Orks vermehren sich jetzt wie die Karnickel. Kennt man ja nicht anders. Ist aber erstmal egal. Da hat es auch noch irgendwas. Da geht schon wieder alles. Alles geht schon wieder kaputt hier. So ätzend. Er haut ab. Ja, dann muss ich mal jagen. Der wird sich eh gleich in Plünderstellung begeben. Kennt man ja. So. Halt, 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 halt. Run, fools, fools. Legs, tails, move. Kann ich hier eine Clan-Ratte bauen? Die fehlt mir noch. Schauen wir mal. Mit ein bisschen Glück geht's. Where next now? Der hat schon das Kampagnen-Sichtfeld, aber er sieht nicht weit. Okay. Warum? Oh! Aha! Interessant! Sehr interessant! Ja, also wenn die an Unterernährung stirbt, muss ich angreifen. Kann ich anders gar nicht machen. Ist jetzt die Frage, ob ich das schaffe oder nicht. Aber ich habe nur diesen einen Versuch. Go bye, bye! Weil irgendwie stirbt hier alles an Unterernährung. Night raid. So. Too weak to betray. Braucht noch. Nose I dominate. Okay. Ist erstmal egal. Make fierce, clan, clan. Make warlord proud. Der braucht noch. So. Okay, also ich muss diese eine Schlacht schlagen. Das kann ich eh voll vergessen hier. Soll ich das denn bitte schon verteidigen, Leute? Never. Ready, yes. Na gut, wir haben nur diesen einen Schuss. Müssen wir halt ausprobieren, ne? Müssen wir mal gucken, ob das machbar ist. Er hat viele Kanonen, 5 Stück. Das heißt, je nachdem, wie ich mich aufstelle, hier oben oder auf dem Berg, sind die totes Gewicht. Das muss man mal gucken. So. Okay. Er hat sich in eine breite Formation gedrängt. Das ist natürlich schon mal ungünstig. Ja, okay. Ist ungünstig. So, wo gehen wir hin? Ich würde mich gerne hier auf diesen Berg stellen. Stuff habe ich hier natürlich nicht. Seuchenpriester. Das Ding ist, wenn ich den Seuchenpriester irgendwo hinten hinstelle,
Könnte ich da vielleicht echt Stress machen? Weil die sind langsam, wisst ihr? Er ist mit allem, was er hat, sau langsam. Warte mal, wie erreicht der denn mit seinen 54 Kilometer? Okay. Protect me! Na gut. Also ich würde das jetzt so versuchen, okay? Ich versuche das jetzt so. Schaden. Der lockt die hier so hin. Okay. So, Rattling-Teams greifen an. Ist eigentlich schon mal ganz gut. So, schön, schön verhindern, dass die halt da so rankommen. Wieso bist du jetzt so langsam? Warum bist du so langsam? Wieso ist der so langsam? Absoluter Schwachsinn mal wieder. Ich werde schon wieder nur gebumst hier. Seht ihr das? Bitte. Die machen halt gar keinen Schaden auf die Heroes, ne? Was für ein Schwachsinn. Warum machen die gar keinen Schaden? Krass! Ey, null Damage machen die. Null. Seht ihr das? Da kommt null Schaden durch. Also bei den Riesenslayern und so, ja, bei den Heroes gar nichts. Absolut gar kein Damage. Das ist so witzlos. Könntest du mal bitte da weglatschen, Mann? Einfach laufen. Ich finde das so heftig. Du da so verarscht wirst vom Spiel. Ja, du machst halt den Helden null Damage. 0,0. Obwohl du Sniper und alles hast. Was ein Schwachsinn. So, der Mönch, der denkt sich auch. Er lässt sich halt catchen. Er ist schneller. 52 ist größer als 42. Trotzdem lässt er sich catchen und stirbt. Verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht. Gut, dann ist die Armee tot, wissen wir Bescheid, müssen wir halt neu bauen, war ja eigentlich schon klar. Ja. Karak 8 Gipfel fällt, könnte dann wieder ins Werden. Ja, whatever. Ist so, soll so sein, klar. Ist egal, ist voll egal. Interessiert niemanden, ist absoluter Schwachsinn. Absoluter Schwachsinn. Also ich habe da wirklich
mit Blitzkanonen und Chassails auf die Helden geballert und das hat die nicht gejuckt. Nicht mal Schaden haben sie genommen. Schaut dir das bisschen Schaden an. Und das waren 4 Einheiten. Kannst dir nicht über... Das sowas kannst du dir nicht ausdenken. Ja, geht nicht. So, ist noch mehr gestorben? Verwundet, verloren, verwundet, verwundet. Okay. Tretsch. Tretsch gibt's noch. Nicht die Armee, aber den anderen Bums halt. So, okay. Gut. Schade. Sehr schade. Too weak to be. Na gut. Ist einfach so. Ne? Die Zwerge sind zu krass. Da machst halt einfach keinen Damage. Gut. Alles bedauerlich. Aber ich find's krass, also was die Zwergenhelden aushalten. Klar, es sind legendäre Lords, aber das kannst dir nicht, das ist halt, ne? Ja, ich mach Krieg, ist egal. Mach mal Krieg mit allem. Das ist so witzlos. Das ist so krass witzlos. Ja, das ist tot. Vor Bibi, ja genau. Nee, also... Ich check es nicht. Gegen alles andere machst du Schaden, da nicht. Verwunden, aha. Das nervt auch, dass sie hier so verwunden und blub machen und alles. Ich hasse das. Das nervt. Aber ja, so ist es halt. Ja, komm, mach weg, geh, tschüss. Nobody cares. So. Lamia wird geplündert. Wundert mich jetzt wenig. So, der kann nicht mehr abhauen. Da wird geplündert, 3 Runden noch. Unterstadt fertig. So, mehr Geld. Das Geld wird eh bald weg sein. Unterstadt fertiggestellt. Dann zeig mal her. Gut, damit ist das Geld schon wieder weg. Trust him for now, now. Gut, der braucht noch eine Runde. So. Gut, der ist durch. Dann. Das Übliche, ne? Wir kennen es ja. Und dann waren es nur mal 2 mit Speeren, ne, 2 mit Schilden und 2 normale Clanwaffen, glaube ich. Genau. Irgendwie so. Der andere hingegen. Genau, der braucht 6 Runden. Oh ja, nehmen wir den da. Ist ja egal. So. Nose I dominate. Gut. Der bildet nur aus, weil die Helden kriege ich noch. Die Helden, die kommen ja wieder. Genau, Tretsch 1, Warblock-Techniker, Seuchenpriester und Häuptling. Die kommen wieder. Das Einzige, was ich brauche, sind die Armeen, die ich bauen muss, die ich mir nicht leisten kann. Okay, ja, das dauert halt. So. Okay, ja, die plündern hier halt noch, weil hier ist halt wirklich Geld. Genau. Ja, der braucht noch eine Runde, genau.
Ja, nee, dann bleibst du da stehen, da gibt's gut Geld. So. Das ist das, das ist das, das ist das. Ich beherrsche ihn nicht. Ist aber auch so egal. Wie lange braucht ein Tretsch, bis der wieder lebt? 7 Runden waren es, ne? Ja, okay, gut. Ja, wenigstens. Na gut. Okay, wir haben jetzt bestimmt schon wieder. Alter, schon wieder 12 Uhr? What the frick, man? Na gut, ich habe schon wieder eine Stunde überzogen. Ne? Das ist heftig. Ist einfach heftig. So. Aber so wie es ist, so ist es. Ne? Geht nichts. Herr Graef kann gar nichts mehr machen. Die sind legit raus aus dem Spiel. Das ist eigentlich ganz gut. Das ist sogar sehr gut. Ansonsten, naja. Wie es halt immer so ist. Ne? So, macht Clan Vulkan noch irgendwas? Maybe. Okay, Karak 8 Gipfel hat die Unterstadt. Ja gut, dann bauen wir da halt bald wieder Unterstadt. Jetzt noch nicht. Da wird wieder geplündert. Der plündert schlimmer. Radratte. Natürlich haust du ab. Weg. Einfach nur weg. Tschüss. Geld, Geld, Geld. So. Gut. Ihr seid fertig. Dann könnt ihr jetzt plündern gehen. So. Master Commander. Weg, weg, weg. So. Du stellst dich dahin. Du gehst in Plündermodus. So. Eigentlich können die beide plündern, aber nee, nee. Schön, schön so hinstellen. So, der ist jetzt ready. Der ist fertig. 8 Punkte kann er noch. Was machen wir da? Das ist der legendäre Lord. Gut, der braucht da eigentlich. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Das macht Sinn. Das würde ich noch nehmen. Ja, und dann Unterhalt, Einkommen. Einkommen nach Schlacht. So, zum Beispiel. Should kill when get a chance. Mobilität steigern. Wichtig. Stinks like a Greyseer. Ja, ja, der Greyseer. Graue Priester, so. Gut. Passt, passt. Krieg steht da, der steht da, der bildet noch aus. Der braucht noch. So, wir brauchen noch Waffenteams. Wir brauchen noch Waffenteams. Waffenteams. 3 Helden und das war's. Gut, damit sind wir hier fertig. Für Krieg könnte ich noch eine Bonusarmee brauchen. Die würde ich mir gerne holen. Da bräuchte ich dann einen Kriegsmeister wieder. Und einen Helden. Gut, das ist Puck Creek. Ich bin ja noch am Rumprobieren, was ich hier mache und wie ich es mache und wie es funktioniert. Ist so. So, und der heißt Fabrigier.
Hallo? Best. Fabrigier. Okay. Untrusted worm. Poison after. Hier kommt natürlich irgendein Scheiß. Voll egal. Hauptsache, der hat was. Der da. Clan Superior. Okay. Trust him for now. Now. Bekommt auch Stuff. Hat er auch noch was Nützliches? Da den Schreiber. So. Dann. Gut, bei Quiek würde ich tatsächlich überlegen, dem was Gescheites zu geben. Der kriegt Sturmratten. Und zwar einen Haufen Sturmratten. Und dann noch ein Arsch voll Gisales und Warblitzkanonen. Und nochmal ein paar Rattling-Kanonen. Vielleicht. Weiß ich noch nicht genau. Aber der kriegt was anderes. Der wird richtig heftig. Warpsteine werfen. Aha, okay. Gut. Ja, ich will das einfach in trockenen Tüchern haben alles, dass ich weiß, das baue ich, das habe ich, das brauche ich, das bekomme ich und. Und dann passt das. Ja, also Pack Quiek bekommt ein paar Warblitzkanonen, ein paar, ich würde da wirklich auf 4-4 gehen. Katapulte, 2 vielleicht, mal schauen, aber braucht es eigentlich nicht. Die 4 Katapulte haben so viel Munition, das reicht. Ja. Aber ich frage mich echt, was ich gegen diese Zwergenhelden hätte tun sollen, weil da ging gar nichts. Nichts. Das war so unmachbar. Das war schon echt krass. Doof. Einfach doof. Gut, ich werde immer noch geplündert. Glaube ich. Das muss ich natürlich verhindern. Gütigkeit vortäuschen und gib mir das Geld. So. Labor fertiggestellt. Wo ist jetzt das Dingens? Der hat doch gerade eben noch geplündert. Jetzt ist er weg. Ja, wir laufen halt rum und töten Stuff. Na. Ach, das war Grimgor persönlich. Ja, klar. Natürlich. Aber das ist gut. Dann hat er jetzt hier einen kleinen Bonus bekommen. So. Gut. Okay. Der ist fertig. Dann kann der anfangen zu plündern. Da gibt es zwar nicht viel, aber er kann anfangen zu plündern. So. Warte mal, macht das überhaupt einen Unterschied? Nicht! Ja, dann kannst du auch da stehen bleiben. So. Du kannst. Kann er nicht. Okay. Der läuft weiter. Der. Whatever. Mach Bumm. Fight Kill. Genau. Death Frenzy. Ja, die Ratten sind schon echt heftig dabei. So. Da gibt's Geld. Sollten wir uns holen. Gut. Auf geht's. Komplette Zerberstung. Bitte. Ja, Geld, Dankeschön. So. Nose, I dominate. Hier sind wir schon fertig. Okay. Stinks like a glacier. Auch nicht schlecht. Gut. Weiter geht's. Victory! Hm. Now
Das ist nicht schlecht. Habe ich nie gezaubert, aber es wäre nicht schlecht, ne? Vielleicht kann man damit tatsächlich die Zwerge ein bisschen mit dem Zauber, dass er sich nicht mehr bewegen kann und Geschossresistenz kaputt geht. Wäre nicht schlecht. So, der ist fertig. Der ist eigentlich auch soweit fertig. Gut, dann. Was bauen wir weiterhin? Ich will Jazails. Und ich will Warblitzkanonen. Dann gibt es noch, keine Ahnung, Dingschredder gegen Infanterie. Ja, ist nicht schlecht, aber sind die gut? Weiß wieder keiner, ne? Habe ich schon Stufe 5? Nee. Todesrat gegen Infanterie, Rüstungsdurchdringen. Ob die so gut sind, weiß ich nicht. Das ist halt so eine Hybrideinheit. Sepp. Naja. Okay. Ich würde einfach sagen, ich mache nochmal das da. Und da habe ich noch Platz für zwei Einheiten. Und da kommen dann halt irgendwelche. Ja, vielleicht noch mit zwei Katapulte oder zwei Waffenteams dazu. Zwei Rattling-Kanonen. Das passt dann schon. Ja. Oder vielleicht wirklich mal so zwei Dingschredder. Habe ich nie benutzt. Vielleicht taugen die ja was. Da kann man den Gegner vielleicht gut in die Irre führen. So, ja, guck mal hier, guck mal da. Ich glaube, ich hole mir noch zwei Dingschredder. Sobald ich das Geld habe, nächste Runde. So, der ist teuer. Der ist auf einmal bei 3000. Schaut's mal. Das ist teuer. Okay. Wahrscheinlich wird's mit dem Geld so nicht reichen, ne? Das ist... Okay. Aha. Tlaxtlan. Was auch immer die dort machen, weiß ich auch nicht. Aber gut. Ist es halt. Ja. Okay. So, hier haben wir nichts. So, wieder nichts. Dumme Leute. Irgendwo werde ich angegriffen. Was geht hier ab, Mann? Okay. So, jetzt ist halt die Frage, was mache ich? Er hat einen Haufen Katapulte. Will ich große Armee steuern? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Das Ding ist nur, boah. Ich könnte versuchen, mich zurückzuziehen und hoffen, dass er nicht hinterherkommt. Das mache ich jetzt auch, weil ich habe nicht aufgepasst. Ich schaue einfach nach. Ist das der andere? Genau, der haut jetzt auch ab. So, mit etwas Glück. Überleben sie es. Okay, schön, schön, gut. Dann kann ich mal gucken, ob ich die jetzt wegbekomme. Oder ob ich mich wieder zurückziehe und verstecke oder keine Ahnung. Ist halt gefährlich, ne? Wenn man im Handy rumspielt, dann selber schon. Tlaxtlan. Was macht Tlaxtlan da? Abkacken. Jetzt sind die da. Der hat ja auch noch einen Held, der rumblubst. So, Clan Vulkan. Vulken. Komm, mach weg, mach Ende. Vydrioth interessiert mich nicht, kenne ich nicht. Will niemand, braucht niemand, fürchtet niemand. So. Gerade kein Geld. Mein Geld geht auch gut wieder zurück, seht ihr das? Zum Dienst bereit, das ist schön. Gut. Du gehst
plündern. Weil wenn du plünderst, kostest du weniger. Oh ja. Warte mal, plündern ist ja richtig broken. Plündern macht Unterhalt minus 10%. Ja, das ist nicht schlecht. Und man kriegt Geld zurück. Okay. So. Hier stehen wir jetzt. Die sind in Forsmarch. Also es gibt eine Chance, den Feind in den Hinterhalt zu locken, aber ich würde tatsächlich sagen... Ich gehe jetzt hier hin. Plündere. I will not disgrace my ancestors. Der geht in Defend, der geht dahin. Der macht Plünder. So. Erfolgschance 100%. Weil vielleicht kommt er hier mit Force March irgendwie ran. Denkt sich, oh, ich muss hier schnell zur Festung, keine Ahnung. Könnte ja sein, ne? Weiß man nicht. So. Creek, du kannst da oben angreifen. Hau den Müll weg. So, Hinterhalt. Oh, der hat auch so eine Armee. Ja, cool. Tschüss. Aha. Geld, immer das Geld. Also nicht immer, aber in dem Fall jetzt. Der hat Angst. Wahrscheinlich aus gutem Grund. Was ist das für eine Armee? Hätte ich vorher gucken sollen? Ja, so eine dumme Armee. Quick fight it all. So. Jetzt muss ich hier nur noch wegkommen. Aus der Kapwüste. Schaffe ich nicht, okay. To the next barrow. So, und ich habe gesagt, ich will die Dingschredder ausprobieren. So. Einfach damit ich es nochmal ausprobiert habe. So, Future Sales, das. Ja. Okay. Gut. Passt. Der braucht noch einen Helden. Ne, zwei Helden fehlen noch. Wie lange sind die noch verletzt? Weiß keiner. Okay. Der Plünder, der ist verletzt. Ich habe Geld. In Karak 8 Gipfel wurde wieder das Dingens gebaut. Das heißt, ich kann in Karak 8 Gipfel. Futile. Bauen. So. Das ist nichts wert. Das ist nicht viel wert. Dingokratz. Oh. Okay. Schaut's mal hier. Da kann ich noch was bauen. Ich weiß, ich könnte Skrotz eine Armee geben, aber ich will erst wissen, wie mein Geld ausschaut, wenn alle Armeen, die ich aktuell schon baue, fertig sind. Das ist wichtig. So. Passt. Ja, der steht da halt rum, ne? Whatever. Passt. Gut. Runde 183 und ich bin noch nicht wirklich weiter. Aber okay. Ist wie es ist. Mal gucken. Noch mehr Tlaxtlan Mini-Armeen, die nichts können. Naja. Naja, naja, naja. Gut. Okay. So.
So, der hat nichts gemacht. So viel zu tun. Alright, komm schon. Der ganze Bums ist voll egal. Ich meine, es läuft ja nicht schlecht, zwingend. Es läuft halt nur nicht gut. Wisst ihr? Das ist das Ding. Ich bin halt hier irgendwie am rumlallen und das war's. So, das geht was, aber es geht auch irgendwie nichts und schlimm mutieren. Ja, alle mutieren. Alle mutieren. Ich will sie alle mutiert haben. So. Der kriegt endlich Unsterblichkeit. Das ist wichtig, weil so langsam kriege ich dann endlich die Armeen zusammen, wenn ich sie verliere, dass ich nicht da neue Helden ausbilden muss. So. Gut. Aua. Okay. Set Trap Lair. Warte mal, du kannst doch auch in... Ja, perfekt. Okay. Ambush, yes, yes. Der braucht noch. Und der ist teuer. Die Armee ist halt sackteuer. Too weak to betray. Oh ja. Oh ja. Hat der gerade wirklich gesqueak-queaked? Lustig. Gut. Der muss leveln. Deswegen... Los geht's. Leveln und plündern. So. Der braucht noch zwei Runden und ein bisschen, bis seine Helden fertig sind. Den Krieger der 13 bald. Ich habe halt fast keine Kohle mehr, ne? Ist echt schlimm. Clanratten günstiger machen. Okay. Gut. Ah ja. Nahrung, Geld, mehr Staff. Sind halt 250, die ich habe oder nicht habe, ne? Je nachdem. Ich bin bis da oben hingekommen schon. Nicht schlecht. Okay. Ja. Do you take me for a wazzak? Order, listen! Stalk! All tails are mine! Okay, jetzt gehen wir mal da runter. Einnehmen. Entscheidender Sieg. Hau weg den Müll. Ausrauben. Tschüss, tschüss, tschüss. So. Moment. Der plündert. Der läuft hier hin. Er könnte auch plündern. Ja, gut. Okay, doppelplündern, gibt Geld, passt, ist in Ordnung. Quick braucht das, der ist fast fertig. Der ist fast fertig, passt. Wir haben wieder Geld gemacht. Mit welchem wir... Ja, wieder versuchen könnten... Irgendwie an noch mehr Geld zu kommen. Aber das sieht gerade sehr schlecht aus hier. Hier oben bin ich sehr, sehr gefährdet, dass mir das Zeug zerstört wird. Nagarond. Da habe ich noch gar nichts gemacht, ne? Ah ja. Ich meine. Ja, aber. Weg. Gibt's noch einen, der mich mag? My infernal armory interests. Yes, yes. I refuse. Ja, ja, ja.
Ready the sword. Let us hope what you have to say pleases the mighty. You will be flogged. Ja, militärisches Bündnis will ich eigentlich nicht jetzt. I talk quick before I get hungry again. Never. Keiner will mir Geld geben. Let us not allow haste or rage to dictate. Das können wir machen. Frieden. I do not. Weil der ist mir eigentlich egal. I will murder anyone to get what. Das wäre natürlich super. Wollen sie aber nicht. Futile. Na gut, vielleicht wann anders. Das geht ja noch ein bisschen hoch. Ist das gut so? Ja. Ja, das wäre interessant, wenn Hackreif mich auf einmal mag, kann ich mit denen handeln. Die sind mir da unten ja ziemlich scheißegal. Das wäre eigentlich ziemlich cool. Ich handel dann mit denen, gibt auch wieder ein bisschen Geld. Jo. Ja. Dass die auf einmal mich mögen, ist schon lustig. So, Etaine. Auch gefährlich, sie kommen alle runter. Alle kommen sie mit ihren Armeen, ne? Jeder einzelne. Exoatlas auch stark, Kult des Sotak auch, Itza auch. Tlakwa-Handel hampelt da noch rum. Nur die Bösen, wie die Piraten und die Ratten und so. Die Piraten. Sind alle schlecht hier. Die Piratenarmee wäre auch cool. Es wäre richtig nice. Wenn es das wäre cool. Wenn es für die Skaven eine Armee gäbe, also einen Legendary Lord, der halt nur auf Piraten und so spielt. So, jetzt geht er darüber. Ist die Frage, soll ich da angreifen? Weil eine Armee in einer gebumsten Festung ist schwach. Ist eigentlich gut zu vernichten. Aber eher nicht. Ich plündere jetzt da rum. Na, ich muss mal gucken, wann und wie ich seine Armeen vernichten kann. Alles nicht so easy hier. Karak Atzgal. Unterstadt. Ah ja, okay. Mhm, nehmen wir mit. Gut. Ja, dann. Ich meine, ich habe halt nur den Vorteil mit dem Geld, weil ich plündere. Wenn ich damit aufhöre, wird es endseng. I will not disgrace my ancestors. All tales are mine! Ich meine, ich könnte hier hintergehen. Plündern. So ist halt echt eigentlich besser. Untrusted worm. Poison after. Ist halt wirklich besser. Big arm. Ist die Frage, kommt der so weit? Der kommt so weit, ne? Now, now! Guide us, Horned One! Okay, stellen wir uns mal hier hinten auf. No, I will not shame my clan. I will not disgrace my ancestors. Send slaves! So, so stelle ich mich auf. Der Mutant bleibt. Creek kann sich plündernd da vorstellen. Ich muss halt jetzt so lange plündern, bis ich das Geld macht, das ich brauche. So. Ja, Pack Creek. Das ist jetzt nicht schlecht. Ist jetzt keine schlechte Armee. Hat Giselles, hat Warblitzkanonen. Die ist stark. Die ist schon recht mächtig. So, der braucht ja immer noch. Too weak to betray. Eine Runde. Okay. Der macht hier weiter plündern und Erfahrung und
Money und Nahrung und Erfahrung. So. Der läuft da weiter. Passt, passt, passt. Trust him for now, now. Mhm. So, und was kriegt er noch? Weil Eschentriaden, Todesräder, Ding Warpbohrer, Ding Schredder. Solchen Katapulte Warblitzkanonen. Ich glaube, dass ich dem auch ein paar Warblitzkanonen geben werde. Nicht viele, aber ein paar. Sobald ich es halt kann. Ansonsten wird das eine komplette Todesrattenarmee. I am Throt. Genau. Von zwei Warpnillets auf... Ja genau, ich brauche das Geld. Ich brauche das Geld. Sobald ich das Geld habe, kann ich damit was machen. Was kann man machen? Schwefelsprung? Schleicher. Rüstung, Geschossresistenz. Ist auch nicht schlecht. Okay. Gut. Und der da... bekommt sowas hier. Nose, I dominate. Okay. So. Alright. Mein Geld schaut echt schlecht aus. Aber gut. So ist es eben. Was will man machen? Ach, da sind so viele Drachen und alles. Auch heftig. So, da ist Clan Scryer. Stirbt aber auch weg. Muss man alles mal sehen. Gut. Nach der Runde ist jetzt aber mein Plan, Ende zu machen. Ob das so klappt, muss man mal sehen. Aber zumindest ist das mein Plan. So. Und irgendwann sollte ich auch mal wieder was essen und so weiter. Gut. Alright. So. Ja, die machen ihren Stuff. Können sie. Ist alles egal. Okay. So, Karas Akarat, was macht ihr? Zeigt es mir. Der läuft dahin. Und er läuft. Dein Ernst? Okay, kann aber klappen. Vielleicht erkenne ich in meiner Runde den Hinterhalt. Kann ihn abwehren. Das wäre gut. Ansonsten habe ich Pech gehabt. Weil beim Hinterhalt kriegst du keine Verstärkungen. Das ist das Doofe. Beim Hinterhalt kriegst du keine Verstärkungen. So. Lauerer entdeckt. Während eines Festmahls bei dem Feinde verschlungen werden und eure Kriegsherren eifersüchtig ihre Wänste vergleichen, prahlt einer von ihnen mit etwas zuglauten Worten von einem Plünderschatz, den er gefunden hat und zu dem eine wertvolle Reliquie gehört. Verbotener Stab. Der ist nicht schlecht. Der ist echt nicht schlecht. Aber Führerschaftseffekt, na, natürlich nicht so gut. Clan Ash, kann ich mir nicht leisten. Schutzausrüstung. So, jetzt habe ich kein Geld mehr. Schaut's mal. Lauer rein weg. Perfekt. Weil die Intrige abläuft. Okay, hier geht alle. What the f. Okay. Intrige durchführen. Gib mir bitte wieder Geld. Wichtig. So. Perfekt. Auch du plünderst. So, und die ziehen jetzt hier plündernd voran. So. Gut. Der kann nicht so weit. Tretsch, hoch das Ding. Tretsch, hoch das Ding. Du wirst ausgetauscht. Dankeschön. Passt. Du gehst da raus. Plündern, plündern, plündern. Und weiter plündern. Alles plündern.
Erfahrung sammeln, plündern. Skulk and raid. Let them move. Clan Rictus. Der hat du. Passt, ist gut. Der hat Erfahrung gesammelt. Too weak to betray. Der hat Erfahrung gesammelt. Trust him for now, now. So. Das passt. Gut, jetzt ist die Frage, was ich hiermit mache. Den greifen wir an. Er hat den Hinterhalt nicht entdeckt. Dann machen wir ihn jetzt nass. Angeblich verliere ich hier Stuff. Das glaube ich aber nicht. Okay. Letzte Schlacht für heute, die führe ich selber. Und dann schauen wir. Also mit der Intrige kann ich mir genug Bums leisten. Skrotz wird aber noch warten müssen. Ich glaube, da muss ich noch ein bisschen Geld machen, ein paar Unterreiche bauen. Jedes Unterreich bringt mir 500 Geld. Ja, fehlt mir noch. Also, wenn sie hochgebaut wurden. Ja, fehlt mir noch einiges. Ne? Nice. Bleibt bei 0. Okay. Wir stellen uns. Das ist halt das Ding. Ich könnte mich jetzt hier aufstellen und böllern, aber nee. Wir stellen uns schön hier hin. So. So. Gut. So. Dann haben wir Katapulte. Und wir haben den Bums. So. Auch interessant, dass das nicht funktioniert. Ist egal. So. Okay. Gut. So. Okay. Bloody whiskers. Ja gut, ansonsten fällt mir nirgends ein, wo wir sonst noch was machen könnten, weil ich kann die Katapulte da schon drauf tun, aber können die da wirklich schießen oder schießen die wieder nur Spaß? Ja, das muss schon gehen. Okay. Gut. So, schön drauf, schön drauf. Schön drauf. Ist voll egal, ob die abhauen oder Angst haben oder sonst was. Hauptsache ihr billert. Ja. Genau, schön drauf. Seine haben 600 Reichweite. Das ist gefährlich. Das ist sehr gefährlich. Wenn die so viel Reichweite haben. Dann muss ich da wirklich gucken, dass ich die... Hallo? Irgendwas schießt da zurück. Gobbo-Werfer. Aha. Goblin-Werfer oder so.
Na gut. So, Orgelkanonen, die schießen. Aha, aha, aha. Mal sehen, ob wir das gleich wieder verhindern können. So. Macht's kaputt. Orgelkanonen. So. Okay. Giftmörser, okay. Giftwindkrieger, da fehlt dann noch einer. Aha. Irgendwie fehlt da ein Giftwindkrieger. Ja, gut. Oh. Also mal stehen bleiben. Schießen. Da fehlt doch irgendwo noch ein Giftwindkrieger. Sehr eigenartig. Aber gut, der fehlt halt. Muss ich neu ausbilden. Oder er kommt nicht auf die Karte, weil wegen dem, keine Ahnung. Ich kann es euch nicht sagen. Fehlt einfach. Naja. Okay, was ich gerne wüsste ist, wenn die den König Lum angreifen, okay? König Lun, wie gut hält er das aus? Er nimmt halt gar keinen Damage und dabei hat er schon wenig Rüstung. Da schaut's mal, das ist so wenig Schaden, den das der nimmt. Schon krass, ne? Der müsste halt viel krasser sterben. Tut aber nicht. Naja. Tolle Geschichte. Der zum Beispiel, hier, Rangi Nor, schaut's mal, wie wenig Damage der nimmt. Der nimmt einfach keinen Schaden. Das ist... Also, die Zwergenhelden sind nahezu untötbar. Muss man ehrlich sagen, die sind sowas von untötbar. Gefällt mir gar nicht. Also ist schon broken stark. Ich meine, ich weiß, Gimli ist tough und so, aber... Das waren jetzt 6... Ja, 2 Warblitzkanonen und 4 Jezails. Die halt fast gar kein Damage gemacht haben, ne? Krass. Heftig, heftig. Gut, der ist tot. Das gibt Geld. Victory! Es gibt Nahrung. Now eat, swallow, defeated. Es gibt Geld. Gut. So. Damit hat der schon mal die Schnauze voll. Ich könnte ihn jetzt komplett wegcrushen. Würde ich auch machen. Stop, stop. Die, die. Das dürfte jetzt ein Freeven sein. Hinterhalt nicht entdeckt, Freeven, danke, tschüss. So. Okay.
Du gehst wieder zurück. Du plünderst. Du machst Hinterhalt. So. Gut. Unsterblichkeit. Gut. Moment. Dann fies und verschlingen und verschlagen. Erfolgschance für Hinterhalt. Das ist gut. Okay, entweder alle Provinzen mehr Geld. Mehr Sklavenprovinz Dingsels. Oder besserer Hinterhalt. Oder Verlustverstärkungsrate. Aber das hier sind nur Bumsratten, die interessieren mich wenig. Too weak to betray. Ich würde gerne Hauptsiedlungskettengebäude, 4%. Das ist halt nur das hier. Klar aus jedem Gebäude, ne? Aber... Wisst ihr was? Schauen wir mal, ob bei 2,5... Ich meine... Trust him for now. Ja, aber für Hinterhalt... Hinterhalt ist gut. Ich kann ihn auch nicht wieder respecken. Das heißt, hier sind Experimente eher blöd. Hauptsiedlungskettengebäuden, 4%. Alle Provinzen. Aber das ist halt... Das ist halt nix. Wisst ihr? Das sind hier... Weil wenn ich 4%... wenn das sich auf das beziehen würde, dann wäre es super stark. Na? Aber wenn ich 4% von 144 bekomme, sind das 4 Gold oder so? 5? 6? Nicht mal 10. Das klingt jetzt für mich nicht so stark. Bin ich ehrlich. Klingt jetzt für mich nicht so mächtig. Stinks like a Gracia. Von dem her. Knows I dominate. Ich weiß es nicht. Die Sklavenkorruption ist halt geil. Was hat denn der für eine Hinterhaltschance? Auch schon 100%. I am the greatest warlord! Yes, yes! Ne, die plündern eigentlich eher. Die plündern eigentlich eher. Ich gehe jetzt auf. Gehe ich auf Geld? Too weak to betray. Ich wüsste gern, wie viel das bringt. Aber wisst ihr was? Dann warte ich einfach, bis der da oder der da dorthin kommt. Boah, das dauert aber so lang. Warte, welcher muss da hinkommen? Der da? Oder der da? Trust him for now. Plus 4%. Ich meine, wenn ich das mit jedem mache, ist das nicht schlecht. Und Geld ist halt wichtig. Ich glaube, ich gehe auf Geld. Probier mal's. Probier mal Geld. 2,565. 2,587. Wow, hat sich das gelohnt. Wow. Gut. Egal. So, die sind alle ready. Passt. Ich hab Geld. Ich besitze Geld. Mit diesem Geld möchte ich gerne... So, weil Nahrung tiefenreich ist immer noch in Ordnung. Das passt. Ich möchte mehr Geld machen. So. Letzte Runde Ende. Weil jetzt habe ich alles soweit in trockene Tücher. Passt. Ist okay. Ja.
Würde ich sagen, ist in Ordnung. Ich mache jetzt ein Ende. Sind auch schon wieder 3,5 Stunden. Dafür, dass ich nur kurz 1,5 Stunden spielen wollte, ne, ein bisschen so im Vormittag rumbringen. Bumm. Bumm. Er ist bumm einfach, ne? Einfach nur bumm. Zeit stirbt da einfach weg wie nix. Das ist halt echt heftig. Also, wenn ich mir so überlege, ich habe schon coole Rattenarmeen, aber ich glaube, ich spiele es einfach komplett falsch. Komplett falsch. So, komm runter, komm her, komm her, komm her. Traurig. So, er hat es entdeckt. Ihr habt die Möglichkeit, ihn abzufangen und in Gefecht zu verwickeln. Gut, das könnte ich jetzt machen. Und es würde dazu führen, dass ich diese Armee wahrscheinlich komplett verliere. Weil die Giga broken ist. Das heißt, ich ziehe mich hier zurück. Get out of my way. Ja, alles andere macht keinen Sinn. So, dann greift er da an. Wir ziehen uns auch zurück. Back into tunnels. So, mal sehen, wie viel weiter er noch kann. Wow, kann der weit. Okay, das blitzschlagt er jetzt. Ich kann hier natürlich herzlich wenig machen. Ne? Die Armee ist tot. Ich komme wieder nicht zum Ende. Das ist so krass. Weil das ist nur eine Unterstützungsarmee. Die wird hier nicht viel schaffen. Aber gut, dann machen wir so viel Damage wie geht. Dann muss sich der Rekruck zurückziehen, weil er verliert jetzt hier seine Armee. Rell, Pack, Clan, Rekruck. Der ist tot, der schafft den. Ich hätte nicht gedacht, dass er so weit laufen kann, der Zwerg. Aber na gut. Ist so. Wir versuchen so viel Schaden wie möglich zu machen. Mehr geht nicht. Also, die Chisales, die gehen hier hin. Die Giftwindmörser, die stelle ich hier so hin. Genau wie die Krieger. Dann kommt hier die Rattenarmee. Und das kommt hier so rein. So. Bloody Whiskers! Warblock Jesse! Aha. At once! Gut. Viel machen kann ich jetzt hier nicht. Ah ja, er hat getarnte Mörser und sowas. Geil. Ah ja. Mhm. Der böllert schon böse. Okay. Na gut. Himmelshammer. Gut. So. Der Rest ruft jetzt vor. So. Ich werde hier nichts schaffen, aber ich kann zumindest ein bisschen Damage fahren. Maybe. Muss mal sehen. Okay. Der greift an.
Der greift an. Die anderen Schützen kann man angreifen. Da hat er noch Kanonen, okay. Aha. Können die da angreifen? Ja, sieht so aus. Okay. Aha. So, es dauert noch ein bisschen, bevor ich da angreifen kann, aber naja. Irgendwas sammelt sich. So, 5 noch. Gehen wir da mal drauf. Ich muss sagen, ich bin überrascht, dass es besser aus, als es sollte. Gefühlt. Das ist schon heftig. Okay, der Zwergentyp stirbt. Okay, der ist tot, auch nicht schlecht. Die hauen ab. Können jetzt da angreifen. Aha. Oh, Wahnsinn. Weißt du, was heftig wäre? Wenn ich das jetzt wie durch ein Wunder sogar schaffen würde. Ekrund irgendwas. Das ist doch dieser Superheld, oder? Okay. Also ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ausschaut, aber es ist irgendwas. Also der macht gut Schaden auf seiner Höllenbestie, die ist richtig krass hier. Ich glaube, da kommt die Amylos-Pendel. Wow, ich hab's geschafft. Krass! Alter. Ratten! Aber ganz viel geht an ihn. Nicht wegen dem Schaden, aber ins. Alter, krass. What? What? Hallo? Was? Hä? Wie habe ich das gemacht? Ich kann's nicht replizieren. Wie? What? Also. Hä? Okay. What the fuck? Das hätte ich nie gewinnen dürfen. Ich hab. Alter. Das. Okay. Hä? Ich versteh's nicht. Ja, ein paar Ratten sind gestorben. What? Hä? Ich meine, ich muss mich trotzdem hier zurückziehen, ne? Ist klar. Irgendwie, aber. What? Das macht so keinen Sinn. Aber geil! Also, ne? Clan Mors is mighty. Frieden. Nur wenn wir dann auch handeln. Ja, dann nicht. Frieden gibt's nur, wenn wir auch handeln.
Ja, das ist egal. Das ist auch egal. Ja, kommt, kommt alles her. Aha. Ja, ist egal. Ist egal, ist egal. Ich hab das gewonnen. Lol. Das hat Spaß gemacht. Das war jetzt sehr strange. Okay. Ein Auge nehmen oder Bonuserfahrung oder besprühen. Ich glaube, besprühen war immer gut. Jo. So, jetzt haben wir ihn besprüht. Jetzt haben wir einen Sexy gemacht. So. Du wirst einfach nur vernichtet. So. Der muss in Lagerposition gehen. Der braucht wieder Ratten. Und zwar eine Clan-Ratte. Eine Speerratte. Ne, warte mal. Doch, das sind zwei so Speerratten fehlen. Genau. Gut. Untrusted Worm. Poison after. Okay, ja, du kannst ja plündern. Master Commander. Easy. Krass, Mann. I am greatest warlord. Yes, yes. So. Should kill when get a chance. Okay. Run, fools. Get the things. Schauen wir mal. Knapper Sieg. Wirklich? Okay. Fight them. Yes, yes. Also ich sag mal so. An den knappen Sieg glaube ich hier eh schon mal nicht. Ich lasse das jetzt mal so stehen. So. Das machen wir kaputt. Egal. Dann. Move your tails. Gehen wir dahin. Machen kaputt. Easy. So. Okay. Dann. Ja. Oh, wieso nicht? Geh mal runter. Will ich runterplündern? Eigentlich braucht's das nicht. Ne? Hier ist halt kaum Geld. Hier hätte es krass viel Geld. Ist aber egal. Sudenburg ist was wert. Ja, dann geh mal runter. Komm. Wir ziehen jetzt hier plündernd durchs Land. So, der läuft noch. Der plündert, der macht den Quatsch. Der steht da rum. Die plündern nicht und ich kriege keine Kohle. Okay. Okay. Hier hat es noch so viel Tiefenreich, was ich bauen könnte. Gibt's euch mal. Na gut. Hat es sonst noch irgendwo ein Tiefenreich, das ich noch nicht habe? Wo ich noch nichts gebaut habe, wo ich noch was bauen müsste. Ein Nagarond ist halt gerade nicht viel Geld wert, ne? Da unten? Das ist doch neu, oder? Auch nicht. Okay. Ja, dann nicht. Ich habe keine Tiefenreiche mehr. Zum Ausbauen. Ist das ätzend. Nope. 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 Gibt nirgends mehr was.
Hier gibt's noch was. Ja, aber... Gut, aber er macht's nicht kaputt. Ich versuch's. Wenn's klappt, cool. Ansonsten habe ich halt ein bisschen Geld weggeschmissen. Whatever. Genau, und hier... Das machen wir nächstes Mal. Ich gehe jetzt so hier raus. Damit bin ich endlich durch. Wow! Okay, vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Nächstes Mal geht's weiter. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Heyo there. Thank you for watching. If you'd like to support me, simply hit the thumbs up button. Do you have any wishes, feedback or suggestions? Put them into the comments below. You may also subscribe if you're new to the channel. I wish you a wonderful and stress-free day. Take care. Bye-bye.